So, und Sie sind bloß ein bisschen neugierig, oder wie? Nein, neugierig, eigentlich ist es eine Ehre, muss ich schon sagen. Nicht? Ja, wir freuen uns wirklich, ja, dass wir Sie kennenlernen dürfen. Mhm. Wir haben ja doch einiges verfolgt in der Transkommunikation. Ja, es ist einfach so. Ich sehe jetzt, wenn ich die Website bearbeite mit meiner Freundin, ich sehe jetzt erstmal viele Zusammenhänge, die man vorher gar nicht gesehen hat. Wie also die Kontakte entweder von einer jenseitigen Wesenheit oder aber bei verschiedenen Empfängern hier auf der Erde miteinander verknüpft sind, kreuz und quer. Das ist unglaublich. Glauben wir auch. Also, aber das sieht man doch normalerweise in einer linearen Darstellung, sieht man das nicht. Ne? Da muss man darauf hinweisen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir sind ja auch im Großen und Ganzen. Wir kriegen auch immer wieder Meldungen oder Sätze. Naja. Nur das Problem ist, wir haben sie auch nicht zuordnen können, aber es schon langsam macht es irgendwo ein Bild. Mhm. Und nur wir suchen auch noch Antworten. Ja? Wir versuchen auch irgendwie das Puzzle zusammenzusetzen. Ja, ja, ja. Ja, und ja, das ist, ja, ja. Ist schwierig. Das ja, ist ja, schwierig, weil es natürlich. Ist schon schwierig, weil wir nicht. Wir sind uns nicht so sicher, wer das ist. Ja? Ich sag jetzt mal, also. Ja, und dann sagen die häufig gar keinen Namen, die sagen einfach wir oder so etwas. Immer nur wir. Mensch, weil ja, das ist, also, ne? Meistens, ja, wir. Und auffällig scheint mir, das wird Ihnen vielleicht gar nicht aufgefallen sein, es scheinen bei den Tonbandstimmen insgesamt oder auch bei den anderen Meldungen insgesamt mehr männliche Stimmen aufzutreten als weibliche. Ja, richtig. Na, das stimmt. Merkwürdigerweise. Und wir sehen, es ist auch niemals danach gefragt worden. Nicht, dass ich das wüsste. Man könnte ja mal danach fragen, aber da braucht man natürlich einen vernünftigen Kontakt mit den Tonbandstimmen. Das ist nichts. Ne? Nee, das ist eine Krankheit, ist das. Na, das kommt, wann es will. Ja, ja. Ungefragterweise. Eben, eben. Ja. Und man hat Glück, wenn man dann wirklich einen Bezug herstellen kann zu einer Frage oder zu einem bestimmten Thema, wo dann darauf eingegangen wird von der anderen Seite. Das ist schon eine Glückssache. Das ist eine Glückssache. Ansonsten erscheint es so, wie ich das in der Website beschrieben habe. Ich habe das ja das Gießkannenprinzip genannt, ne? Also man träufelt da hier einen Tropfen hin und da einen Tropfen hin und sieht mal zu, wie ihr das zusammenkriegt, ne? Ja, genau. Das ist eine Herausforderung für uns. Ja, stimmt. Herr Senkowski, eine Frage. Sind Sie sicher, dass es sich um Verstorbene handelt? Bitte? Sind Sie sicher, ob es sich um Verstorbene handelt? Weil wir sind sich da nicht sicher. Ja, das, letzten Endes muss ich es glauben, ne? Es gibt genügend Indizien, mehr kann man nicht sagen. Glauben Sie nicht, dass es irgendwie Parallelwelten sein könnten? Ja, kann es geben. Das ist eine Theorie, das ist eine Hypothese, das ist eine Annahme. Ja. Nein, was wir haben, sind diese Signale. Das sind einfach Signale. Und die Signale haben einen Inhalt. Richtig. So, und nun kann man versuchen, wie man mit dem Inhalt klarkommt. Das muss jeder machen. Ist es bei Ihnen auch so, dass es sehr allgemein gehalten wird? Richtig allgemein gehalten wird, ja, dass man sagt, okay, nö. Es wird Veränderungen geben. Das ist der Hintergrund. Das kommt immer wieder, natürlich. Ja, ja. Und Sie betrachten es als, egal wie, Sie betrachten es als Ihre Aufgabe, an dieser Änderung mitzuwirken und uns beizubringen, dass wir in dieser Veränderung drin sind und dass wir die, ich sag mal, verdammte Pflicht und Schuldigkeit haben, uns zu verändern, ja. Im besten Falle, ja. Im besten Falle, weil ich glaube, da so viele Leute. Ja, im besten Falle, das ist ja nicht mühsam. Ich meine, wir haben eben eine materielle Trägheit, nicht nur im körperlichen Sinne, sondern eben auch im geistigen Sinne. Wir haben gewisse Programme, mit denen wir aufgewachsen sind. Und diese Programme zu verändern gegen die ursprüngliche Programmierung, ist sehr schwierig. Da muss es schon knüppeldick kommen, ne? Ja. So ist es. Und die meisten Leute machen die Augen einfach zu. Dazu gehören die in Deutschland insbesondere, die mehr oder weniger offiziellen Parapsychologen, die sich um das Ganze rumdrücken, überhaupt nicht reagieren. Nicht nur in Deutschland. Unwahrscheinlich. Ja. Und na, aber in Amerika ist ein bisschen günstiger. Die sind ein bisschen aufgeschlossen, aber Österreich, Deutschland. Nee, Österreich auch nicht. Nee, ne? Überhaupt nicht. Naja, nun sind das ja also auch. Wir haben die Versuche gemacht,
Ich hatte ja eine Zeit lang mit dem Dr. Delavre, das war ein Mediziner aus Frankfurt, mit dem zusammengearbeitet. Und der Delavre hat also wirklich gute Tonbandstimmen an den Lukadu geschickt in Freiburg. Er hat nicht mal geantwortet. Er hat nicht mal geantwortet, der Bursche. Und dann gab es eine Fernsehsendung, da war die Lotte Ingrisch mit drin, ja, und der Lukadu. Und da hat sie zu ihm gesagt, wissen Sie, was Sie haben? Sie haben Angst, sonst nichts. Richtig. Ganze Bagage hat gelacht natürlich. Ja. Klar hat der Angst, ne? Der hat Angst um seine Stellung, richtig, weil er ja eine staatliche Stellung hat. Das und so, wenn er sich da gegen die offizielle Linie richtet, dann fliegt er raus, ne? Ja, ich glaube, dass es prinzipiell irgendwo das Problem ist bei den meisten. Ich meine, obwohl an sich, ich meine, seine Tendenz, irgendwelchen Leuten zu helfen, die mit solchen Spukfällen oder sowas Ähnlichem behaftet sind, die ist ja vernünftig, das kann man ja nicht angreifen. Aber er sieht irgendwie den Hintergrund nicht oder er will ihn nicht sehen. Nee. Ne? Es ist halt sehr einfach, immer nur eine Linie zu fahren. Ja, ja, genau. Es ist ja sehr einfach, nicht links und nicht rechts richtig, zu schauen. Richtig, ja. Das machen wir aber nicht. Ja. Ja, also wir machen, also unser Radius wird immer breiter, das ist das Problem. Ja, natürlich. Es verliert sich dann natürlich teilweise eigentlich der Hauptgedanke. Aber das ist die Gefahr dabei. Ne? Die Gefahr ist groß, ja, dass man dann sehr abschweift. Aber ich ja, deswegen, ich bemühe mich ja bei den Beispielen, wir sind ja jetzt dabei, ein paar Beispiele reinzubringen, ich bemühe mich ja bei den Beispielen, jeweils einen Kommentar dazu zu geben, sodass die Leute einen leichteren Zugang haben. Wenn man ihnen einfach die Beispiele so hinknallt, dann hilft das überhaupt nichts. Nee. Da stehen die wieder auch vorm Scheunentor und sagen, na, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Die können das nicht einordnen. Stimmt eh. Also es ist ja uns genauso gegangen. Wir haben ja auch oft, wir haben sie gedacht, und was soll das jetzt? Ja. Was ist denn damit gemeint? Ja, was, dann ist auf einmal Kontaktende. Ja. Ja. Dann ist aus, ja, und dann weiß man eigentlich genau nichts, ja, und dann denkst du, okay, was kann das sein? Teilweise ist es ja wirklich so, dass man sagt, okay, es ist beunruhigend teilweise, die Sätze, was da kommen, ja, da denkt man sich, na, welche Absicht ist denn da dahinter, ja, ist überhaupt eine Absicht dahinter, oder sollen, was das sollen wir denn machen? Das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage, die möchte ich auch beantworten können, ich weiß es nicht. Sie wissen es auch nicht? Okay. Nein, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen sehe ich sehr deutlich, was die meisten anderen Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen, nicht zu sehen, wünschen oder nicht können, was weiß ich. Ich sehe die enge Verwobenheit des Experimentators mit den Inhalten, die von drüben kommen. Man kann nicht trennen, was kommt denn eigentlich von wem. Ich habe da mal einen Artikel auch drüber geschrieben in unserer Zeitschrift, dass die Trennung des Untrennbaren und die Nennung des Unnennbaren. Ne? Also man kann es nicht trennen, weil alles miteinander verwoben ist. Und unser Ursache-Wirkungsschema ist falsch. Das können Sie darauf nicht anwenden. Nee. Aber nun erzählen Sie das mal einem Menschen, Ursache-Wirkung würde nicht funktionieren. Der sagt, naja, funktioniert doch alles, die Technik funktioniert doch, sehen wir eben gerade, funktioniert, ja. Wird abgeschossen, das Flugzeug, ne? Technik funktioniert, hervorragend, ne? Großartig. Ja. Und dann dummes Gerede hinterher. Jo. Die werden, wenn jemand dahinter kommen sollte, was wirklich da passiert ist, wenn, dann werden sie das niemals der Öffentlichkeit bekannt geben. Niemals. Das wird so zerredet. Jeder gibt seinen Senf dazu. Ne? Es kommt nichts Gescheites dabei raus. Das ist wahr. Und das möchten wir eigentlich natürlich gerne vermeiden. Ne? Wissen Sie, was mich auch interessiert, brennend interessiert? Ich meine, ich kenne ja die meisten Einspielungen, die ich kenne, sind ja eigentlich so in die Ende der 80er Jahren, ja, 90er Jahren, auch mit dem Hans-Otto König gemeinsam, und mit Adolf Holmes. Holmes, ja, klar. Genau. Klaus Schreiber. Ja, der Schreiber war mit auch den noch Bildern, dabei. Ja, also es war auch sehr. Und dann ist noch der gute Manfred Bodendahl mit den aus der siebten Dimension. Nach dem Motto, Sex wäre was für dumme Menschen. Und die Wissenschaftler wären Idioten, sie wüssten nichts. Wunderbar. Er hat recht. Er hat recht, naja, er oder wer auch immer. Ne? Aber es hat ihn sehr mitgenommen. Ne?
dem hat man ja seinen Tod vorausgesagt mit dem Datum. Und an dem Tag, da war er zu nichts zu gebrauchen. Ne? Das glaube ich auch. Ja. Und er ist auch wirklich dann später am Herzinfarkt gestorben, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, aber das ist ja eine wahnsinnige Manipulation, hallo? Ja. Sind wir nicht alle manipuliert? Wir sind total manipuliert. So, also von wegen freier Wille. Und die betonen immer wieder, dass es bei vielen, vielen Durchgaben tritt es auf, dass sie sagen, ihr müsst euch von uns führen lassen. Ja. Ihr müsst euch von uns führen lassen, also von den Jenseitigen. Besonders deutlich ist das beim Klaus Schreiber gewesen. Ne? Die haben das also richtig betont. Knallbetont. Ja, das bedeutet aber mit anderer, was heißt führen lassen? Können wir, haben wir überhaupt die Möglichkeit, Nein zu sagen? Oder sind wir so veranlagt, auch durch eventuelles Vorleben, sind wir schon so veranlagt, dass wir offen sind für die Dinge, um sie aufnehmen zu können? Und andere Leute sind es eben nicht. Das ist eben der springende Punkt, aber der Großteil der Menschen, ja, haben jetzt nicht diese Eingebungen, ja, oder ja, eben dieses Feingefühl. Ja, das ist doch alles dasselbe. Woher will ich mich denn dann führen lassen? Wie soll es dann funktionieren? Das ist man ist doch diktiert, man ist diktiert doch von rundherum, ja. Wo bleibt denn dann mehr oder weniger die Intuition, ja, dass ich mich führen lassen kann? Schauen Sie, der ganze Krempel, alles was in der Kunst passiert, alles was schöpferisch ist, sind solche Führungen. Ob das den Leuten bewusst ist oder nicht. Aber die meisten Künstler oder sehr viele Künstler, insbesondere Musiker, haben immer wieder betont, ich habe das konzipiert. Konzeption heißt ja Empfängnis, wenn man das Wort betont, ne? Das Wort betrachtet. Ich habe das konzipiert, es ist nicht von mir, es ist mir eingegeben worden, auch bei der Malerei. Aber das ist so wenig, es ist eine Handvoll, wenn wir uns jetzt die Menschen anschauen, wie viele Es geht eben langsam. Also es gibt diese eine Durchgabe, ich weiß nicht, ob Sie sich derer bewusst sind, die ist in den 30er Jahren gekommen in Italien und kam über ein Medium. Und da kam es auch zu einer Vorhersage der Entwicklung, könnte man sagen. Sie sagen also, die Kirche wird untergebuttert, ne? Aber es wird euch klar werden, es wird eine Veränderung kommen und diese Veränderung muss langsam voranschreiten. Nicht? Langsam, Schritt für Schritt. Und genau das ist es. Wenn die uns überfallen würden und wir wären plötzlich alle imstande, alles zu verbiegen oder alles durch die Gegend fliegen zu lassen, ja, wo kommen wir denn dahin? Da kommen wir in ein absolutes Chaos. Nicht? Jedes Kind würde spielerisch schon anfangen und die Erwachsenen erst recht. Ich sagte, das Erste, was ich machen würde, ich würde in alle Kanonenrohre und in alle Gewehre würde ich Knoten reinmachen. Ne? Ja. Ja, das geht doch nicht so. Wir, die von drüben, sagen, wir können euch nicht mit Gewalt dazu bringen, wir können nur euch Impulse geben. Und ob ihr diese Impulse aufnehmt und in die Tat, in die Praxis umsetzt, verwirklicht, das liegt bei euch, das haben wir eigentlich nicht in der Hand. Das heißt, da scheint doch ein gewisser Freiraum zu sein. Entschuldigung, dürfen wir ganz kurz, ich glaube, bei dem Mikro ist irgendwas nicht ganz... Entschuldigung, ganz kurz, Unterbrecher. Glaubst du, es ist mitfangen, oder? Nein, wirklich. Darf ich ein Wasser jemandem geben in der Zwischenzeit? Wasser? Alles nochmal? Nein. Ein Handy ist an und das macht immer diese... Herr Professor, ein kleines Wasser vielleicht. Das wäre vielleicht gut, die Handys auch noch aufzustimmen. Ja, ich hab auch ein bisschen Mühe, sie zu verstehen. Ne? Ich bemühe mich so. Ich bemühe mich eh so. Klar. Für meinen österreichischen Dialekt. Nein, der Dialekt ist es nicht. Es laut ist eher so, dass sie ein bisschen leise sind. Willst du was trinken, ja? Heike? Na, willst du was trinken? Ich habe eh da, danke. Und natürlich ist mein Gehör mit 92 auch nicht ganz das Beste, ne? Ja, das Problem ist, mir fehlen die 20 Jahre. Ja. Mir fehlen da 20 Jahre an Informationen. Es ist da damals sehr viel Information rausgegangen, auch öffentlich rausgegangen. Ja. Und jetzt ist die Information irgendwie stagniert. Das gibt es ja nicht. Wo sind denn die fehlenden 20 Jahre? Nein, ich meine, es gibt natürlich Hinweise, auch wieder von drüben. Ich sage aber von drüben, um das kurz zu machen. Es gibt Hinweise darauf,
dass die Entwicklung, egal in welchen Bereichen, in Wellen erfolgt. Ja? Heißt es, die Information, schau auf die Welle, die kriege ich hier die ganze Zeit rein. Eine Information, wo ein Mann sagt, schau auf die Welle. Mhm. Haben Sie solche Informationen auch schon jemals bekommen? Schau, es ist alles so kryptisch, es ist alles so symbolisch, was teilweise kommt, ja, wo man dann denkt, was vieles, wird denn damit vieles, gemeint? Vieles. Und das scheint für die drüben sehr schwierig zu sein. Der eine Hinderungsgrund ist, dass unsere Vokabeln nicht ausreichen, um ihren Geisteszustand oder Bewusstseinszustand zu beschreiben. Das heißt, sie müssen von drüben versuchen, sich an ihr irdisches Leben zu erinnern und wie sie dann sagen, wir müssen Kindersprache sprechen. Das heißt, wir sind die Kinder und sie sind bildlich gesprochen eine Etage höher oder eine Nummer komplizierter, so wie ich das vorziehe, zu beschreiben. Also nicht Ebenen, wo sie da höher und tiefer sind, das ist dummes Zeug. Das sind ja Bilder für Lieschen Müller. Ne? Und was es ist, sind komplexere Systeme, die auch mehr umfassen, dieses berühmte Wir, was ich ansprach. Es gibt welche, die sagen Ich und nennen Namen. Und die anderen sagen, wir sind Gruppen, wir sind Wir. Ja. Ne? Und in diesen Gruppen finden sich solche zusammen, die harmonisch miteinander geistig passen. Oder wie soll man das denn nennen, die harmonieren. Ja, man kann es ja nicht anders, wir haben keine anderen Worte dafür. Ich nenne das dann nicht, weil ich kein Musiker bin, ich nenne das dann eine Strukturresonanz. Ne? Also nach dem Motto, wenn ich ein Dreieck irgendwo habe und ein anderes Dreieck, dann sind die mal als Dreiecke strukturresonant. Wenn ich aber ein Dreieck habe und ich habe ein Viereck, dann sind die nicht strukturresonant, ist klar. Ja. Ne? So, und bei Dreiecken kann man dann noch einen Schritt weiter gehen, jetzt kann man verfeinern, kann man sagen, ja, habe ich gleichseitige Dreiecke oder ungleichseitige Dreiecke. Die gleichseitigen sind Strukturresonanz, ja, und die ungleichen sind nicht Strukturresonanz, die passen nicht zusammen. Dann kann ich anfangen und kann nach Farben unterscheiden und kann sagen, ich habe ein grünes Dreieck oder ein rotes Dreieck, die sind nicht Strukturresonanz. Und so kann ich, das ist multidimensional, das Ganze. Ja. Okay. Und wenn wir sagen, was stellt ihr euch da drüben unter dem Tisch vor? Die Frage ist mal gestellt worden. Dann sagen sie, ja, was sollen wir uns unter dem Tisch vorstellen? Ihr habt Tische, die haben drei Beine, die haben zwei Beine, die haben vier Beine. Die sind aus Glas, die sind aus Holz, die sind aus Metall. Das ist bei uns alles in dem Begriff Tisch enthalten. Und für uns ist das alles gleichzeitig da. Okay. Nicht so, ihr habt immer nur einen Topf zur Hand. Das muss furchtbar schwierig sein. Also, wie hat einer von den guten Bekannten von mir gesagt, ich habe das bei ihr schon zitiert hier, ich bin doch sehr gespannt, wie das aussieht, wenn ich nach drüben komme. Ich glaube, das sind wir alle gespannt. Das ist überraschend, ne? Ja, dann werden wir es wirklich wissen, oder? Das Tollste ist, wenn einer nicht glaubt, dass es nach dem Tode weitergeht. Und er kommt dann drüben an und ist bitter enttäuscht, dass es doch weitergeht. Ja. Wahrscheinlich wieder unter einer Hierarchie. Oh, ja. Das glaube ich nämlich auch irgendwie. Ich glaub, ja, und was haben Sie denn? Haben Sie nur Sekundärmaterial oder haben Sie selber mal experimentiert? Nein, wir experimentieren ja selbst. Ja? Das sind ja also Tonbandstimmen. Ja, aber das Problem ist, seit neuestem kommen neben Tonbandstimmen auch, speziell bei ihr, Stimmen ins Bewusstsein, ja, die mit ihr sprechen. Ja. Und die sind aber sehr kryptisch. Das ist ja ganz anders wie bei den Tonbandstimmen. Die Tonbandstimmen tauchen auf, wann sie wollen. Da gab es auch keine Kommunikation. Ja. Also da hätte ich fragen können, so viel ich will, ja, aber es wäre keine Antwort gekommen. Ja, das ist bei Tonbandstimmen auch ganz selten. Ich habe ja viele Jahre daran gearbeitet. Und ich habe das nur ganz selten gehabt, dass ich wirklich Frage-Antwort kriege. Und dann bricht es ab und dann ist es weg. Dann geht es nicht mehr. Richtig, ja. Aber das, ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal so richtig fragen. Oh ja, einmal, das war eben in Passau mit der Ghostbox. Ja. Da hört es aus. Also es war eigentlich ein scannendes Radio. Ja. Mhm.
das was ständig gescannt hat, von 1 bis 1000. Und da waren wirklich, es war immer dieselbe Stimme und die hat auch die Antwort gegeben. Es war jetzt natürlich jetzt nicht so in großartigen Sätzen, aber es hat gepasst. Es war jedes Mal die Antwort passend dazu. Genau. Und da war die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich eine Radiostimme ist, nicht gegeben mehr. Ja, also das hat so gerne... Ja, das ist dann schwer. Ich meine, man kann das behaupten. Man wenn er sagt, wir beobachten den Wald und wir stehen genau vor der Waldstimme. Erfassen, ja. Aber man kann es im strengen Sinne nicht beweisen. Ne? Das ist das Problem. Ich meine, ich hatte ja hier damals, hatte ich ja dieses Beispiel, glaube ich, hatte ich Ihnen ja vorgeführt, da habe ich hier mit meiner Bekannten gesessen, da auf dem Sofa und haben das Gerät da auf dem Tisch gehabt. Und dann kommt praktisch gleich als erstes, da sind zwei beide. Und dann kommt eine andere Stimme hinterher, gleich hinterher und sagt, da sind zwei Menschen. Das ist niemals Radio, das kann nicht sein, das ist dummes Zeug, sowas zu behaupten. Das sagt keiner, weil schon der Ausdruck, da sind zwei beide, ist ein norddeutscher Ausdruck. Den würden normale Sprecher, Radiosprecher niemals benutzen. Nee. Mhm. Und es sind in derselben Aufnahme sind 5 oder 6 ausgefallene Sachen drin, die in ihrer Gesamtheit paranormal sind, wenn wir das Wort mal benutzen wollen. Okay. Gar keine Frage. In anderen Fällen bleibt es halt offen. Wenn es denn nur ein Wort ist oder wenn es überhaupt nur eine Silbe ist, dann bleibt es offen. Und der Streit ist völlig für die Katz. Das hat keinen Zweck, das Streit mit Streit anzufangen da. Richtig, bei einem Wort. Ja, das geht seit Raudis Zeiten und seit Jürgensons Zeiten geht dieser Streit. Warum sind die denn? Die sind doch doof, alle. Ja, entschuldige, ich kann das nicht anders nennen. Ich habe damals, als ich angefangen habe, habe ich mit Studenten angefangen und habe folgendes Experiment gemacht. Ich habe bei mir im Labor, in der Schule, ja, in der Fachhochschule, habe ich 5 Leute nebeneinander gesetzt und habe denen Stimmen vorgeführt, verschiedene, in verschiedener Qualität. Und habe gesagt, Leute, schreibt mal auf, was ihr da hört. Und dann zeigte ich vollkommen klar, sobald die Stimmen sehr stark überlagert sind mit Störungen oder verzerrt sind oder so, hat keiner was Richtiges. Sobald die Stimmen etwas über dem sogenannten Rauschpegel liegen und sich abheben davon, wird das langsam greifbarer. Und bei wirklich guten Stimmen haben sie alle dasselbe. Na bitte, was will ich denn nun? Was will ich denn? Ich bin nicht, da brauche ich nicht noch 50 Jahre lang zu streiten. Na, wirklich nicht. Außerdem ist es so, dass man, das habe ich in meinem Buch beschrieben, weil ich mir damals wirklich, ich meine, als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, als Wissenschaftler, möchte ich ja eine gewisse Grundlage haben. Und es ist so, dass man diese Versuche längst gemacht hat, nicht mit Tonbandstimmen, sondern aus folgendem Grund. Man hat in Maschinenreihen ein Grundgeräusch von allen Motoren, die da laufen. Dann hat man das Problem, dass man eine Lautsprecheranlage hat und irgendeine Person rufen will. Jetzt ist die Frage, wie muss ich diese Lautsprecheranlage anordnen, wie laut muss sie sein, aus welchen Ecken muss sie kommen, damit die Person wirklich aufmerksam wird und diesem Ruf folgen kann. Das hat man längst alles untersucht. Das im Keller ist die Maschine und wickelt den Bart auf, wenn Sie den Ausdruck noch kennen. Ja? Nein, die machen immer weiter mit dem Blödsinn. Jetzt fangen sie an, das alles zu digitalisieren. Das wird immer schlimmer. Ja? Wenn Sie da dann die Sachen hören, die im Internet drin sind, da verstehe ich nichts, überhaupt nichts. Aber ich nicht, nur meine Töchter auch, die haben normales Gehör. Und meine Freundin genauso. Da verstehen sie nichts mehr. Die haben einfach eine Fantasie und legen da irgendetwas rein. Das sind keine Tonbandstimmen mehr. Das ist manipuliertes Geräusch, ne? Weiter nichts. Ja. Und das bringt viel Schaden jetzt. Also ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen jetzt. Es ist ein Zeitaufwand und meine Freundin hat ja ihre Familie und die ist momentan ziemlich im Druck. Tochter hat Abitur gemacht und Tochter macht jetzt ein praktisches Jahr und muss nach Hannover und sucht in Hannover eine Wohnung. 200 Angebote auf eine leere Wohnung. Tja, ist aber in Wien eine. Die laufen seit 3 oder 4 Wochen hinterher um irgendetwas halbwegs Vernünftiges, muss ja auch bezahlbar sein, ja, ist ja ein Problem, zu finden. Das ist genau dasselbe. Also diese Versuche, da etwas Ordnung reinzubringen, da möchte ich schon ein bisschen was tun, aber es braucht Zeit und es muss mit diesem digitalisierten Material geschehen, weil das andere funktioniert ja alles nicht mehr. Ne? Jetzt ist es wieder so,
Ich habe eine ganze Menge Sachen, die möchte ich mir angucken. Das geht schon bei YouTube los. Jetzt sagen sie mir, nein, dein Adobe Flash Player funktioniert nicht mehr. Aus. Musst du neu laden. Ja, wie lade ich den neu? Dann fange ich an, den neu zu laden. Dann verlangen sie irgendwelche blödsinnigen Kennworte von mir, die ich gar nicht kenne, weil mein Sohn das installiert hat. Ja? Der Sohn ist aber in Italien. Naja, wir können natürlich einen Team-Viewer machen und können das, er kann in meine Maschine dann einsteigen. Aber ich will ihn im Urlaub auch nicht plagen. Du lass ihn mal erstmal aus dem Urlaub zurückkommen, so eilig ist das ja alles nicht. Aber es gibt immer wieder kleine Hemmnisse. Meine Frau hat von drüben gesagt, das sind sogenannte Stolpersteinchen. Stolpersteinchen. Ja, da kann man entweder drüber klettern oder drumherum gehen. Also oder, man stolpert und fällt auf die Nase. Kann auch passieren. Ja. Zurzeit stolpern wir mehr, ganz ehrlich. Wir sind mit, einerseits mit Informationen überflutet. Was ich bedauere, und ich rede ja vermutlich gegen, ich weiß nicht, gegen Wände oder gegen die Zugepapptheit der Leute. Warum wird nicht sehr viel häufiger versucht, mit Computern zu arbeiten? Also erstmal muss der Computer abgeschaltet sein vom Netz, um sicher zu sein, dass nicht einer einem einen Streich spielt. Der weiß ja an sich sowieso nichts davon, damit ist schon ein gewisser Block gesetzt, aber immerhin. Schreibt doch so wie der alte Homes und wie der anderen Homes vorwiegend und auch die Luxemburger. Schreibt doch irgendetwas rein. Ruft die Gegenseitigen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, meldet euch. Lasst das Ding stehen und wartet mal ein paar Tage ab, vielleicht kommt was. Und wenn nicht, dann wiederholt ihr das. Weil die Ausdrucke über den Computer sind praktisch fehlerfrei. Die sind unangreifbar. Ne? Von wegen identifizieren oder entweder entschlüsseln oder dekodieren oder alle diese schönen Worte. Nein, die Texte sind da, so wie Sie sie sicher auch gesehen haben schon. Ja, diese Texte sind da. Von Anfang an waren sie ein bisschen schwierig, kamen alle mit dem alten C64 in Großbuchstaben Versalien, ohne Komma und Punkt. Das hat funktioniert. Bitte? Das hat wirklich funktioniert. Ja, natürlich. Also das ist Bunsen. Aber ja, haben Sie das nicht mitgekriegt? Ja. Haben Sie mein Buch? Nein. Warum nicht? Lesen Sie es doch im Internet. Haben Sie mein Buch? Nein. Lesen Sie es doch im Internet. Ist doch im Internet drin. Sie brauchen es ja gar nicht zu bezahlen. Nee, Sie können alles aus dem Internet rausladen. Es ist ein vollständiges Inhaltsverzeichnis da. Sie können es auch kaufen. Noch sind ein paar Exemplare da. Eben hat die Verlegerin gefragt, ob wir nicht noch mal 100 Stück drucken wollen. Jetzt haben wir ein Problem, weil das Ding ist 89 erschienen und die letzte Aufgabe ist von Anfang der 90. Jetzt müsste ich eigentlich das ganze Ding umkatern. Das kann ich nicht, das ist unmöglich. Ja? Also muss es wieder so erscheinen, wie es gewesen ist, eventuell mit einem angepassten Vorwort. Das könnten wir machen. Aber wer digitalisiert das? Es ist nicht mehr digitalisiert, einwandfrei. Also musste jetzt meine Freundin gehen in einen Shop, wo sie es digitalisieren kann. Das ist eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter totgeschlagen hat. Ne? Mhm. Abgesehen davon, Kosten tut es dann nicht so viel. Aber wenn sie es machen lassen, kostet es 1.000 Euro. Ne? Mhm. Also ich weiß es nicht. Und aber das mit dem Buch, da haben Sie selber Schuld, wenn Sie nicht Bescheid wissen. Aber Sie können es mir selbst erklären. Schauen Sie mal, das Buch besteht aus drei Teilen, sage ich jetzt vorweg als Einführung. Der erste Teil beschreibt das, was an normalen Methoden gängig ist. Der zweite Teil ist der Versuch, das wissenschaftlich, grenzwissenschaftlich einzuordnen. Der dritte Teil sind Beispiele. Sie brauchen das Buch nur anzuklicken und sich Beispiele anzuschauen. Da sind die Beispiele drin, da sind auch Texte drin, die über Computer gekommen sind. Ja. Das heißt einfach nur einen Computer ohne Internet? Nichts Internet. Gab's noch gar nicht. Gab's noch gar nicht. Nicht verlinkt. Was sagen Sie denn dazu? Dann ist ein Computer, der steht in Luxemburg beim Ehepaar Haschfischbach
und da ist ein anderer Computer, der steht beim Adolf Hummes in Riebenich bei Trier und die beiden sind nicht vernetzt und der gleiche Text kommt da und da. Mit einer Nuanceänderung. Der gleiche Text zur gleichen Zeit. So, nun erklär das mal. Oder erzähl das mal einem Physiker, der erklärt sich für verrückt. Der sagt, nein, das ist manipuliert. Das ist ja das Problem, was will man heute beweisen? Was kann man überhaupt heute beweisen? Was kann man heute beweisen? Nichts kann man heute beweisen. Schauen Sie sich doch die Technik an. Das ist eine neue, das ist eine philosophische Frage. Mit der kann man... Ich glaube, wir wollen ja auch gar nicht beweisen. Es geht einfach um Antworten. Nee, ich nicht. Ich sehe mich nur als Vermittler, Dinge weiterzugeben, die auf mich, wie Boden immer gesagt hat, die auf mich zugekommen sind, zu denen ich Zugang hatte oder bei denen ich direkt persönlich beteiligt war. Das kann ich weitergeben. Was die Leute da machen, das ist ihre Sache. Finde ich auch. Ich meine, wir haben inzwischen auf der Website haben wir über 20.000 Zugriffe. Ne? Und in relativ kurzer Zeit, wobei natürlich nicht gesagt ist, dass die ganze Website gelesen haben. Ne? Aber man sieht dann ja bei den Zugriffen, da gibt es noch eine Anmerkung drin von den Vermittlern da. Es sind dann nicht nur Hauptzugriffe, sondern es sind Mehrfachzugriffe. Die werden auch ausgewiesen. Mhm. Und das ist manchmal ganz enorm. Da kommt es vor, dass das 10 neue Zugriffe sind und 70 weitere Zugriffe, mhm. Ja? Unterzugriffe. Also mehr kann ich nicht tun. Ne? Es macht mir ja auch Spaß, es ist Arbeit und ich habe was zu tun, weil sonst würde ich ja hier versauern. Ich weiß ja nicht. Dann habe ich hier noch 3 ältere Leute bei mir rundherum. Die treffen uns dann zum Mittagessen und das ist alles. Mit denen kann man sich nicht unterhalten. Haben Sie da keinen, der irgendwie das Ihr Hobby teilt? Nein. Die Töchter, die eine Tochter vor allen Dingen, die Hauptversorgung hier macht. Die kommt zweimal, also alle 2 Tage oder alle 3 Tage und versorgt mich, macht die Grundversorgung. Und dann ist eine andere Tochter da, die ist auch hier, die ist ein bisschen weiter weg, aber die andere ist direkt am Ort hier. Die macht den ganzen Schriftverkehr. Ich kann das nicht mehr. Den ganzen Mist da mit den Krankenkassen und mit der Einstufung in die Pflegestufe und diesen, also wenn ich mir das angucke, dann sage ich, die Menschheit ist absolut schwachsinnig geworden. Absolut schwachsinnig. Und es wird immer schlimmer. Ich habe gestern Abend einen Vortrag gehört, hier leider nicht bis zu Ende. Sie sind jetzt dabei, eine Stufe 4 für die Industrialisierung einzuführen. Jetzt bekommen die Objekte, die bekommen lauter Sensoren und Programme und die Objekte konferieren miteinander. Das heißt, ganze Werke werden ohne Menschen laufen, allenfalls zur Kontrolle oder so. Die Gegenstände arbeiten miteinander. Wenn die also ein Auto zusammenbauen, dann sagt der Gegenstand, ich bin hier, ich will jetzt weiter bearbeitet werden, der Ruf von dem geht an die nächste Maschine sagt, ich habe das aufgenommen, momentan bin ich beschäftigt, ich gebe dich an eine andere Maschine weiter, alles beschrieben, läuft alles schon, fängt schon alles an. Unmöglich, unheimlich. Und das ist etwas, was von drüben mehrfach auch betont worden ist. Ihr werdet euch mit der Elektromagnetik identifizieren und die wird euch übernehmen. Ja, toll. Ja. Gute Aussichten. Sind gute Aussichten, ja? Ja. Das heißt, die Umwelt wird zerstört und eigentlich die Arbeitsplätze werden noch weniger und die Maschinen werden uns ersetzen, oder? Ja, also dann gibt es ein Trostpflästerchen und das Trostpflästerchen lautet, naja, macht euch keine Sorgen, euer Leben geht auf irgendwelchen anderen Planeten oder in anderen Bereichen irgendwo weiter. Ein Trost. Geistig vielleicht, aber ich glaube, im materiellen Sinne, glaube ich, werden es für uns zwar keinen Platz auch mehr haben. Hm. Außer da werden. Da glaube ich, die Wahrscheinlichkeit nicht so groß sein. Ja, aber das mit dem Computer, das würde ich eigentlich empfehlen, das kostet doch nichts. Das kostet doch einfach nichts. Ja, aber ist es nicht eine Sache des Initiators selbst? Ich glaube nicht, dass jeder diese Experimente machen kann. Prinzipiell ja. Prinzipiell ja. Aber. Gut.
die aus dem Jenseits sagen, diejenigen, die diese Spitzenergebnisse haben, sind in früheren Leben Vorbereitete. Na, du glaub an frühere Leben und glaub an Vorbereitete. Das kannst du glauben oder nicht. Kann ja sein. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ne? Aber man muss es eben probieren. Wenn man es nicht probiert, passiert gar nichts. Sie haben gar keine Ahnung, wie viel wir probieren. Wir probieren sehr, sehr viel und sehr viel umsonst. Ja? Und dann sind wieder Tage, die sind sehr erfolgreich und dann sind wieder 100 Tage, wo überhaupt nichts stattfindet, gar nichts passiert, ja, außer die Erkenntnis, dass man fast einschläft. Das ist natürlich dann frustrierend. Natürlich ist es frustrierend, ja, weil natürlich, wenn man glaubt, man setzt richtig an, ja, dann glaubt man natürlich auch sofort, man hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen, wie man so schön sagt. Ja, ja, aber es ist deswegen, im Prinzip sage ich ja, jeder imstande, diese Phänomene zu verwirklichen, weil für mich existiert der Mensch als materialisiertes Geistwesen. Und als materialisiertes Geistwesen hat er über das sogenannte Unbewusste Kontakt mit allem, was ist. Es ist nur die Frage, ob er sich öffnen kann und ob er imstande ist, ob er die Fähigkeit hat, das dann aufzunehmen und zu realisieren. Mein Problem ist ja, dass aus unseren Erfahrungen her, also, wirklich, also aktiv, ja, machen wir das jetzt schon mehr als 10 Jahre, ja, aktiv, ja. Ja. Erst, sagen wir, die letzten Jahre, es hat sich schon 100-mal unsere ganze Weisheit, ja, über Verstorbene oder nicht Verstorbene, sind es Verstorbene, sind es nicht Verstorbene, was ist das jetzt überhaupt? Das kann man doch nicht mit Sicherheit sagen, also muss man das doch offen lassen. Es ist eh offen, aber mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich glaube, es sind eigentlich von anderen Planeten, weil es kann eigentlich gar nicht sein, dass das ist so hochweise. Warum denn nicht? Weil es, wie soll ich sagen, Energie, es ist, also die Aussagen treffen nicht zu, ja, dass ich sagen könnte, es ist ein Indiz da, dass das ein Mensch ist. Das Problem ist, es sind die Indizien. Es ist eine geistige Struktur, wie wir sie auch haben. Und diese geistige Struktur, so stellt sich das dar, das war meine Überzeugung oder meine Annahme, wie Sie das nennen wollen, diese geistige Struktur ist hier auf der Erde durch die normale Gehirntätigkeit behindert. Okay. Und aus der normalen Gehirntätigkeit können Sie aussteigen. Eine der Möglichkeiten ist Meditation, längere Zeit durchgeführt. Die andere Möglichkeit ist Gebet. Beides funktioniert. Das haben die Leute längst wissenschaftlich bewiesen. Über das ganze Thema Heilung zum Beispiel. Ja? Das funktioniert. Das will ja keiner wissen. Das darf ja nicht sein, denn kann die Pharmazeutin uns nicht mehr betrügen. Ne? Das stimmt, ja. Das geht doch nicht. Wo kommen wir denn dahin, wenn sich jeder selber heilen will? Oder er geht zu einer weißen Frau und legt die Hand auf und er will heilen. Ne? So geht das nicht. Die Leute sehen das nicht zusammen, die Leute sehen das punktuell und jeden Punkt können sie schlachten. Aber warum kommen dann immer wieder die Aussagen, dass so nach dem Motto, der Mensch primitiv ist, im Gegensatz zu uns? Wer ist uns? Das ist ja das Nächste. Das klingt ja nicht, wie es, wenn ich sage, es ist meinesgleichen, was mit uns spricht. Sonst hat er gesagt, okay, es gibt solche und solche, dann kann ich eher sagen, das ist eine Aussage, das passt. Ja? Es gibt halt intelligentere, weniger intelligentere Menschen. Aber wenn er sagt, ihr seid uns zu primitiv, wer sind dann Sie? Naja, ich sagte ja, Kindersprache sprechen. Ne? Wobei eine andere Beobachtung darauf hinausgeht, dass Sie bei mir mal gesagt haben, auf dem Tonband, Kinderfunk geht über Welten besser. Kinderfunk geht über Welten besser. Das heißt, verstorbene Kinder haben es augenscheinlich, nicht immer, aber in vielen Fällen, leichter durchzukommen hier runter mit irgendwelchen Bemerkungen oder irgendwelchen Manipulationen als normale Erwachsene. Weil die Erwachsenen, so wird uns gesagt, nicht nur ihre Blockierungen, die sie auf der Erde hatten, ablegen, sondern die nehmen sie mit nach drüben und die sagen dann drüben, auch sowas gibt's nicht. Okay, ja. Das haben wir noch nicht gehört. Also das ist schon ein bisschen spiegelbildlich, ne? Okay.
Aber warum und wieso und Beweise? Beweise gibt es nicht. Es gibt Indizien. Nee, es gibt Indizien keine. Gibt es millionenfach, kann man sagen. Und alles das, was bis zu den sogenannten Vollmaterialisationen geht, das ist ja abenteuerlich, ne? Ja, das ist abenteuerlich. So, na bitte. Funktioniert aber, geht aber. Aber wir sprechen Sie auf was Bestimmtes jetzt an. Naja, man muss das. Ich habe noch keine miterlebt. Aber es gibt in Deutschland diese Felix-Gruppe, die sind kurz davor, die haben einzelne Materialisationen von Objekten, auch Materialisationen von vorübergehend, von Körperteilen, Leuchterscheinungen und so weiter, Körperteile, aber keine Vollmaterialisation. Die Schwierigkeit scheint zusammen zu sein, dass bei den meisten Materialisationen das normale Licht als störend empfunden wird und dieses sogenannte Ektoplasma, was also aus dem Körper des Mediums austritt, normales Licht nicht verträgt. Dann wird vielfach mit Rotlicht gearbeitet und die Aufnahmen, die man dann sieht, die aufgenommen werden mit einer Rotlichtkamera und so weiter, die sind natürlich schwierig. Ne? Und die Leute, die diese Versuche machen, sind auch keine Techniker. Da geht ja kein Techniker ran. Die nehmen dann, die kaufen sich dann eher so ein Ding und versuchen damit nun irgendwas zu machen, ohne Rücksicht darauf, dass sie von dem Ganzen nichts verstehen. Die versuchen, ja, na bitte. Ja, ja, das ist wirklich so. Das sind ja Laien. Laien, technische Laien. Wir sind wir auch. Und der Vorteil, ja, und der Vorteil dieser Leute, die abgesehen von den da in Luxemburg und abgesehen auch von dem Boden, der Boden hat ja auch keinen technischen Hintergrund gehabt. Aber der Holmes, der hat ihn gehabt, und zwar in starkem Maße. Und der William O'Neill drüben in Amerika mit Spiritcom, der hat ihn auch gehabt. Das waren Leute, die entweder von Hause aus sowas mitgebracht haben, unbewusst, und das umgesetzt haben, oder aber schon als Techniker ausgebildet waren, auch wie König. Und das Witzige ist, die Apparatur, die drüben in Amerika die Spiritcom betrieben worden ist, war praktisch ähnlich, sehr ähnlich der Apparatur, die völlig unabhängig hier in Deutschland vom König entwickelt worden ist. Wirklich? Es war das gleiche Prinzip. Nicht Töne im Untergrund und das Ganze aufmoduliert auf höheren Frequenzen und so weiter. Hm? Nein, nein, nein. Die Leute sehen die Zusammenhänge nicht und Warnung aus. Sie benutzen, und das benutze ich auch, weil ich gar nicht anders kann, sonst glaubt man, man wird nicht verstanden. Sie benutzen das Wort Information. Das ist falsch. Information kann man überhaupt nicht übertragen. Geht nicht. Was ist es dann? Ja, was ist es? Was ist es? Es sind Signale oder Daten. Okay. So, und Informationen entstehen im Empfänger als dessen Veränderung der inneren Struktur. So ist Information richtig definiert. Und die Hanseln, die drüben die Informationstheorie entwickelt haben in den USA, lässt sich nachweisen, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste diesen Punkt nicht beobachtet haben oder nicht beachtet haben. Und seitdem sprechen wir von Informationen. Das ist alles dummes Zeug, was die da bringen. Das sind keine Informationen. Die Information existiert als Manipulation natürlich sowieso. Ja. Als Manipulation immer nur im Empfänger. Immer nur im Empfänger nicht, sonst Daten ja, Signale. Das heißt, es ist dann eigentlich nichts anderes als wieder eine Interpretation. Richtig, absolut. Eine Interpretation auf der je eigenen schon vorhandenen Basis. Gefährlich. Hm? Ist aber gefährlich. Mhm. Ist gefährlich. Warum? Weil wenn Sie jetzt die Stimmen nicht, warum wollen Sie sich denn unbedingt nicht verändern? Nein. Aber eigentlich muss man ja dann aufpassen. Ich sage, wenn jetzt da hier Stimmen eigentlich an den Empfänger gehen, ja, wenn sie jetzt Stimmen empfängt und sie nimmt es jetzt so wahr, aber es ist eigentlich ja nur ein Signal, es ist ja eigentlich die Information noch gar nicht da. Sie macht die Information aber dann draus. Das heißt, es bleibt dann eigentlich... Also ich habe ein schönes Wort dafür erfunden. Das Wort heißt Informationspotenzial. Okay.
Ja, kann man verstehen. Ja. Man könnte auch sagen, es ist virtuelle Information. Aber der Sender, der sogenannte Sender, wenn es denn einer ist, ja, dieser sogenannte Sender ist nicht imstande, Informationen zu übermitteln. Das geht nicht. Er kann Impulse vermitteln und die Verarbeitung der Impulse liegt beim Empfänger. Nichts zu machen. Drum kommt bei mir nichts durch. Das hab ich nicht erfunden. Ja, ja. Das ist eine Sache, die kommt von Karl Friedrich von Weizsäcker und von anderen Leuten, die es besser können als ich. Ich habe es nur geklaut. Aber es trifft zu. Es trifft Man zu. Muss die Dinge so betrachten. Stimmt. Stimmt. Sie sehen das, wie das mit der Struktur geht. Also bei den Tonbestimmungen, vielleicht haben Sie das gelesen, ist vielfach behauptet worden, die Jenseitigen wären imstande, einen fremdsprachlichen Text, der vorgegeben ist vom Radio, so zu verändern, dass er deutsch zu verstehen ist. Okay? Mhm. Haben Sie es mal gehört? Habe ich schon gehört, ja. Sprachmetamorphose haben die das genannt. Ja. Also ein gelehrtes Wort natürlich. So. Jetzt sage ich Ihnen mal ein Beispiel. Also in Kiel, viele Jahre her, ist eine Tonbandstimmenamateurin und die schreibt mich an, und schickt mir ein Tonband mit Mitschnitt und sagt, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich habe irgendwie was eingestellt, irgendeinen Sender, und dann höre ich den Satz, ich mag nicht in ein Dreifingersystem Mensch. Kann ja wohl nicht Radio sein, ne? Ich mag nicht in ein Dreifingersystem Mensch. Ob ich damit was anfangen könnte. Jetzt habe ich mir das angehört. Also, wenn ich mein rechtes oder linkes Ohr wähle, je nachdem wie, wenn ich das russische Ohr wähle, dann höre ich Russisch. Kann das zwar nicht alles verstehen, weil so gut sind meine Russischkenntnisse auch nicht, aber ich höre es Russisch, ich kann es aber auch Deutsch hören. So, jetzt bleiben wir mal bei dem deutschen Text. Was kann das denn heißen? Also diese Stimme klingt sehr ungnädig, so als wenn jemand das widerwillig sagt. Ich mag nicht in ein Dreifingersystem, Mensch. So, ich will das nicht, ne? Ja. Dreifingersystem, Mensch, kann ich doppelt interpretieren. Wir haben ein dreidimensionales System. Ja. Länge, Breite, Höhe im einfachsten Falle, ne? Drei Achsen, so. Ich kann auch sagen, wir beschreiben das in der Mathematik und in der Physik mit den drei Fingerregeln. Die gilt aber auch für die Elektromagnetik. Elektrisches Feld, magnetisches Feld, Energiestrom. Das sind drei Finger. Da gibt es eine rechte Handregel, eine linke Handregel. Ja? Okay. Drei-Fingersystem, Mensch. Er mag also nicht aus dem Jenseits in unser System rein. Wer weiß vielleicht, wer hat ihn angeregt, wer hat ihn in den Hintern getreten, du musst da runter, weiß ich nicht. Ja? Okay. Ja, man muss das da drastisch machen. Gut. So, nun kommt aber der zweite Punkt. Jetzt habe ich einen guten Freund, der war Student in der Universität in Mainz, wo ich als Assistent schon gearbeitet habe. Das war Hermann Roggenhagen. Und Hermann Roggenhagen kam aus Harbin, aus Mandschurei. Und hat eine chinesische Amme gehabt und er hat eine russische Mutter gehabt und einen deutschen Vater. Nun stellen Sie sich das vor. Und wir haben eine gute Beziehung gehabt, er hat dann auch geheiratet und drei Söhne, was weiß ich, alles in Ordnung. Ich habe gedacht, na, jetzt wirst du mal dem Hermann diese Stimme schicken, ohne was zu sagen. Und er soll mal sehen, ob er das versteht, weil er ist ja Russisch, ist ja Muttersprache. Ja. Ja, er kam zurück und hat gesagt, weißt du, es bezieht sich der Inhalt auf einen Brief, den der Puschkin, Dichter, russischer Dichter, an irgendjemanden geschrieben hat. Und dieser Brief enthält also irgendwelche Angaben, die ich auch nicht ganz verstehe. Und an der Stelle, wo ich glaube, dass irgendwie eine Störung drin liegt, kann er den russischen Text auch nicht verstehen. Der ist verändert irgendwie. Dann habe ich, nachdem er das mir mitgeteilt hatte, gesagt, so nun versuch doch mal, den deutschen Text zu hören. Ich sage dir jetzt den deutschen Text, wie wir ihn interpretieren.
Er kommt zurück und sagt, es ist mir nicht möglich, den deutschen Text zu hören. Aber seine Familienangehörigen, die können ihn hören. Seine Frau und die Kinder, die hören den deutschen Text. Sie hören den russischen nicht, weil sie ja kein Russisch können. Ja. So, nun sehen Sie mal, wie das geht. Ja, klar. Der Trainer hat gesagt, unten aus Italien, der hat gesagt, wo steht eigentlich geschrieben, dass eine bestimmte Lautfolge nur in einer Sprache dekodiert werden kann? Warum kann das nicht in zwei Sprachen dekodiert werden? Wo steht das geschrieben? Ist das eine Regel oder ist das keine Regel? Na gut, also jedenfalls, diese Sache hat sich auf diese Weise geklärt. Ich habe da noch ein zweites Beispiel gehabt. Das war ganz ähnlich. Und da habe ich auch seine Hilfe, das heißt nicht seine, sondern die Hilfe von Verwandten aus Polen, habe ich in Anspruch genommen. Und das war ganz ähnlich. Das war also ein deutscher Text, 100% zu verstehen für meine Frau, für meine Kinder. Und für meine Cousine da nicht nachzuvollziehen, die hört ihn nur polnisch. Nicht zu machen. Aber also es ist multidimensional, das Ganze. Aber gibt es nicht wirklich einige Worte, die einfach wirklich dann deutsch klingen, sind aber zum, eindeutig zum Beispiel polnisch? Ja? Es gibt ja immer irgendwo teilweise Worte, die was man dann interpretieren kann auf unsere Sprache. Ja, aber wenn das so krass ist, wenn aber natürlich nicht dann ganz selten sind, die auch sinnvoll sind, ja, ja. Dann kann man nicht von Zufällen oder sowas ausgehen. Das also ein ganzer Satz eher weniger, aber ich sage jetzt mal normalerweise Worte, die was so zwischendurch ist, gibt einfach die Synonyme, die was wirklich man beides verstehen kann, ja. Naja. Aber also, ich habe natürlich eine Unmenge Beispiele, wo es wirklich überzeugend ist. Ne? Auch dass die wechseln von drüben. Ein, zwei Mal habe ich gesagt, bei Tonbandstimmen. Also ich mache Schluss, verabschiede mich und bedanke mich. Und dann kommt eine Stimme auf dem Band. Eben kommt dein Großvater rein. Völlig unmotiviert. Ich habe keinen Großvater gerufen, aber ich habe zwei Großväter natürlich. Ne? Dann habe ich gefragt beim nächsten Durchgang, ja, welcher Großvater ist es? Und dann habe ich, jetzt bin ich nicht mehr sicher, in welcher Reihenfolge das lief, weil das ist natürlich sehr lange her. Ich glaube, ich habe gefragt, ob es ein Peter ist, das ist der vom Vater, Vaterseite, oder ein August von der Mutterseite. Dann kommt die nächste Stimme auf dem Band, wir werden fragen. Ah, na prima. Und hinter dem kommt eine andere Stimme und sagt, es ist ein Hohlbein. Also ich frage nach den Vornamen und die kommen mit dem Familiennamen wieder. Und nun diese Kette, jetzt sagen Sie mal, soll mein Unbewusstes nach Freud in Ehren oder in Unehren von mir aus, ne? Soll mein Unbewusstes das konstruieren? Nein, das glaube ich nicht. Da sitzt eine Fremdintelligenz dahinter. Die koppelt sich natürlich an mich an. Die braucht mich, sonst kommt sie nicht aufs Band. Ja? Weil die von drüben, die meisten sagen, wir sehen eure Geräte überhaupt nicht. Wir hängen an euch. Und ihr seid diejenigen, die die Geräte aktivieren mit euren Fähigkeiten. Es mag Instanzen geben, das kann ich nicht ausschließen, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, die so hochkomplex sind, dass sie in unsere Geräte direkt eingreifen können. Aber Beweise dafür habe ich nicht. Es gibt Hinweise darauf. Ne? Bei uns kommt halt wieder, dass es immer wieder kommt, dass die Energie, die ihr benutzt, ist nicht die, die wir benutzen. Ja, arbeiten Sie nicht mit Energie hier, Sie kennen das schon, ne? Energie ist ein rotes Tuch für mich, weil kein Mensch weiß, was Energie ist. Wir auch. Das gibt's da nicht. Welche Energie? Energie ist ein Hilfsbegriff aus der Physik. Der hat sich aufgeblasen wie ein Ochsenfrosch. Und seitdem glaubt alles, es gibt Energie. Gibt's nicht? Nee. Ist ein Hilfsbegriff aus der mathematischen Physik, glauben Sie es mir. Und hat den Charakter Gottes angenommen. Was ist dann damit gemeint? Die Energie, die ihr benutzt, ist nicht die, die wir benutzen. Es sind Rückblicke. Wir suchen im Ursache-Wirkungsschema die Ursache für irgendeine Wirkung. Die Ursache nennen wir dann Energie. Das ist dummes Zeug. Ne? Also, nehmen wir mal an, ich schütte Benzin in meinen Tank vom Auto. Okay? Ganz einfach.
Und dann sagen die Techniker und Wissenschaftler und so weiter, diese Substanz, dieses Benzin oder Öl, was es auch sein mag, ist ein Energieträger. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, wenn ich mit Hilfe des Motors und der Zündkerzen dieses Zeug zünde und mit Sauerstoff der Luft zum Verbrennen bringe, dann erhitzt sich das da drin. Und wenn es sich da drin erhitzt, dann bläst es den Kolben ein Stück runter oder in die andere Richtung, je nachdem. Ja? Und den Grund für das Ganze nenne ich Energie. Das ist eine Erfindung, das ist eine freie Erfindung. Also ich kann das übertragen ins Psychische. Ja. Man kann sagen, ein Mensch ist ein energetischer Mensch. Was soll das heißen? Das soll heißen, er ist aktiv, ja, er ist vielleicht auch kräftig und so weiter. Aber das Wort Energie aus dem Griechischen entnommen bedeutet und hängt eng zusammen mit dem Wort Wirkung. Und Wirkung ist was anderes, das ist wieder was anderes. Wirkung ist eine Grundgröße in der Physik, aber Energie ist keine Grundgröße. Wirkung ist Energie mal also, Zeit. Also interpretieren wir auch das Wort Energie falsch. Mhm. Wunderbar. Steht alles in meinem Buch. Alles geklappt. Ich werde es lesen. Ja, aber einleuchtend, wenn man sich solche... Das ist dieselbe Sache, schauen Sie. Ich lasse es jetzt nicht los, aber Sie wissen, was passiert, wenn ich es loslasse. Es fällt nach unten. Dann fragt der kleine Bub, Herr Lehrer, warum fällt das runter? Ja, sagt der Lehrer, das fällt runter, weil es ein Gravitationsgesetz gibt. Ah, sagt der Bub. Aber woher wussten die Dinge, Herr Lehrer, dass sie runterfallen sollten, bevor das Gravitationsgesetz erlassen wurde? Da haben wir es aber. Nee? Irgendeiner auf dem Sinai hat angeblich Tafeln von den Außerirdischen enthalten, nee? Wo Gebote draufstehen. Und das gab dann ein mosaisches Gesetz. Und von diesem mosaischen Gesetz haben die Physiker oder die Wissenschaftler sich physikalische Gesetze abgeleitet. Die gibt es gar nicht. Es gibt nur Regeln. Und keine Regel ohne Ausnahme. Weil alles, was para ist, sind Ausnahmen von diesen Regeln. Und das passt ihnen nicht. Das passt ihnen nicht. Wo kommen wir denn da hin? Haben wir ja vorhin schon diskutiert. Ne? Geht nicht. Darf nicht sein. Also gut, Gravitationsgesetz. Tatsächlich ist es so, Gravitationskraft heißt das dann. Naja, sagen wir mal, also, wie ist denn das? Wenn ich eine Feder nehme, so eine Wickelfeder, so eine Spiralfeder, ne? Wir nennen das Schraubenfeder, und ich hänge an die Schraubenfeder ein Gewicht dran, dann wird die länger. Nun kann ich Folgendes machen, ich kann diese Schraubenfeder auch in zwei Hände nehmen und kann ziehen, dann wird die auch länger. Also, nachdem ich hier ein Kraftgefühl entwickle, ich bin kräftig, mancher ist nicht so kräftig, der kann sie nicht weit ziehen, der nächste zieht sie einen Meter weit. Oder er zerreißt sie sogar. Okay. Dann erfinde ich, wenn ich das Gewicht an die Feder hänge, eine Gravitationskraft. Denn ich sehe ja, dass die Feder gelenkt wird, ne? Aber da ist keine Kraft, das ist alles dummes Zeug. Was ich beobachte, ist, dass die Feder lang wird, mehr nicht. Natürlich funktioniert das System ganz gut, sonst hätten wir diese Satelliten nicht und wir hätten die Raketen nicht. Alles, was da läuft, bis zum Mars hin oder bis in den Weltenraum hinaus, auf den Bahnen, die wir vorher berechnen, funktioniert ja alles prima. So lange, bis es nicht funktioniert. Und dann haben wir ja Pech gehabt. Ne? Dann wissen wir nicht, warum ein ganzes Flugzeug mit ein paar hundert Leuten verschwindet. Und im anderen Falle wissen wir nicht, wie es denn eigentlich zu runtergekommen ist. Wissen wir nicht so genau. Vielleicht war auch eine Bombe drin. Da hat auch keiner drüber gesprochen bisher. Weiß man alles. Ich glaube, dass die, ne? das ist gelenkt von den... Arbeiten wir bitte nicht. Ich ja auch, ich muss ja im täglichen Leben auch mit Ursache und Wirkung arbeiten. Deswegen, ich werde den Däubel tun und das Ding jetzt fallen lassen. Meine Frau hat immer versucht, wenn ihr ein Teller aus der Hand gefallen ist, zu schreien, dass der Teller stehen bleibt in der Luft. Hat nie funktioniert. Aber vielleicht, denken Sie mal,
Das Verbiegen von Metallen. Haben Sie es mal gesehen vor Augen? Nein. Das muss man mal gesehen haben. Vor der Nase. Das darf es ja nicht geben, ne? Nein. Nein, eigentlich nicht, nein. Nein, geht nicht. Dazu braucht man ja schon wieder Kraft. Und dazu braucht man ja schon wieder Energie und lauter so ein Krempel, ne? Was man wirklich braucht, sind in unserem Falle, wenn wir das Wort so salopp benutzen, wie wir das ja tun, dann sagen wir, brauchen eigentlich Informationen. Wir brauchen eine bestimmte mentale Einstellung oder Vorstellung. Wir stellen uns vor, das Ding biegt sich oder hat sich schon gebogen und wenn wir Glück haben, passiert es tatsächlich. Gut, ich habe das also mehrere Male gesehen, unter verschiedenen Umständen, auch unter Umständen, wo man sagen kann, das war bestimmt nicht getrickst. Wir waren in der Schweiz bei jemandem, da hat die Frau die Schublade aufgezogen mit dem Besteck und hat gesagt, gucken Sie mal, das ist von meinem Besteck, das habe ich mitgebracht in die Ehe, ja, als Hochzeitsgabe. Was davon übrig geblieben ist, da waren nur noch zwei oder drei Löffel, weil alle Besucher haben gesagt, gib uns doch so einen von denen mit, die haben das gesehen. Also, er hat noch einen rausgeholt, hat auf den Tisch gelegt, nur hat er ja so eine Beuge. Hat er gesagt, pass mal auf, was ich jetzt mache. Wir peilen also über die Biegung vom Löffel drüber weg mit einem Lineal und sehen, das sind 20 mm Höhe vom Tisch. Nun sagt er, pass mal auf, was ich mache. Er hat, so wie ich jetzt hier, T-Shirt an und streicht ganz leicht von oben über diese Biegung. Von oben über die Biegung. Sichtbar. So hat er gesagt, nun mess mal. Dann waren das 22. Er hat ihn nicht runtergedrückt oder kaputt gemacht, er hat ihn hochgezogen. Und wie das dann bei den normalen Menschen passiert, das wissen die Leute in Freiburg sehr genau. Die sprechen immer von der Erosion der Evidenz. Können Sie folgen? Nee. Nee. Erosion heißt, Evidenz heißt, ich habe einen Augenschein. Und Erosion heißt, der Augenschein wird in diesem Falle unterhöhlt und vernichtet. Erosion. Also irgendein Berg, der wird abgetragen. Mhm. So. Also, wir waren bei diesem Bieger da in Bern und dann sagt er, naja, ich gebe euch mal eine in die Hand. Und da war eine von unseren Bekannten, wir waren zu viert. Die andere Frau hat also den Löffel so in der Hand mit der Kelle hier um dem Stielchen hier. Und er sagt noch, pass mal auf, streich die und der legt die Ohren an. So, ohne Gewalt. Wir haben Protokoll geschrieben, haben das Protokoll unterschrieben, alle vier. Ne? Nach zwei oder drei Wochen sitzen wir wieder in Mainz zusammen. Die kamen ab und zu mal, die wohnen in Ingelheim. Sitzen wir wieder zusammen, kommt die Sprache auf dieses Phänomen. Ne? Oh, haben die gesagt, ob das aber wirklich so war, was wir damals da gesehen haben. Erosion der Evidenz. Sie haben es selber unterschrieben online. Und hinterher sagen sie, nein, wir haben es nicht gesehen. Okay. Oder zweifeln zumindest. Ja, die gehören ins Irrenhaus. Die gehören wirklich rein. Die gehören in die Psychiatrie. Also wenn ich da selber dabei bin. Ja, aber man sieht, ich bin ja nicht böse, ich versuche ja das zu verstehen. Man sieht, wie stark diese Programmierungen sind. Im Moment sind die Leute vor Augen überzeugt, es ist so. Ich sehe das. Und dann schlägt die alte Programmierung durch und sagt, na, ob du das wirklich gesehen hast, vielleicht hast du ein bisschen geträumt oder die haben ja, aber nicht weiß, vier Leute. Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Nicht? Irre. Absolut irre. Das wissen die also. In der Parapsychologie kommt das häufig vor, ist bekannt. Also Erosion, das heißt Ausschaltung der Evidenz dessen, was man wirklich gesehen hat, was man erlebt hat. Ist schwierig, ich gebe es ja zu. Ist schwierig. Wenn Sie es mal 30 Jahre lang gemacht haben, dann unterhalten wir uns wieder. Es wird nicht mehr so lang dauern, also eine gute Vorgeschichte ist ja da. Aber es ist schon so, man fängt schon selbst an, immer wieder an sich zu zweifeln. Ja. Also
ich glaube, ich habe schon 100 Mal wieder von vorn angefangen, ja, und mir gedacht habe, jetzt, wo ich glaubt habe, ich bin am richtigen Weg, habe ich wieder alles genommen, in einen Sack hineingeworfen, ja, und sage, okay, ich fange wieder von vorne an. Das war es auch nicht. Das ist aber nicht klug. Das ist nicht klug. Ich glaube, aber man wird betriebsblind. Sie müssen sich selbst im Abstand sehen. Sehen Sie das mal so, Sie haben Programmierungen, die kommen von allen Seiten, die kommen aus dem Elternhaus, als Kleinkind schon. Natürlich. Das geht, so geht das los. Das Kind kriegt so ein rundes Ding in die Finger hin. Und dann heißt das Ball. Und dann erzählt die Ball. Und dann ist das ein Ball. Und erst ist der Ball nur rund und man knautscht ihn. Und dann ist er rot und dann ist er grün und ich weiß nicht was noch alles. Und dann kann man ihn drücken und dann kann man ihn werfen. Alle diese Dinge, die sind programmiert, die sind fest programmiert. Und wenn der Ball jetzt hier auf dem Tisch liegt und jemand hält die Hand drüber und der fängt an zu schweben, dann kann das nicht sein. Das passt nicht in das System rein. Ja, warum soll ich dann das bezweifeln? Na, sowas würde ich ja gar nicht bezweifeln, aber natürlich, ich bezweifle schon da Dinge, die ich selbst erlebt habe, ja. Also, wo die was absolut nicht ins Bild ist. Aber warum bezweifle ich es, weil ich es nicht beweisen kann? Ich es nicht beweisen kann, es bleibt dieser Hänsel-Effekt, den man hat. Haben Sie mal was von Konstruktivismus gehört? Nein. Nein. Also, Konstruktivisten, das kommt von Konstruieren, Konstruktivisten. Das ist so eine philosophische Schule in verschiedenen Stufen und Graden, die behaupten letzten Endes, wir würden unsere Welt, sowohl die je eigene Welt als auch die gesamte kollektive Welt selber konstruieren. Okay? Mhm. Das kann man philosophisch diskutieren und so weiter, wird auch angegriffen, ist aber was dran. Ne? Weil man in dieser Programmierung, die die Kinder durchmachen in den frühesten Stufen des Lebens, weil man daran ganz deutlich erkennt, wie diese Programmierung entsteht oder wie sie von den Eltern den Kindern aufgezwungen wird. Gut, also diese Konstruktivisten, die sagen dann, ja, wenn ihr nur, in der Bibel heißt das, dein Glaube hat dir geholfen. Das ist sowas wie diese Meditation und das Gebet und die Hoffnung auf eine jenseitige Macht und so weiter. Ja, der Glaube hat dir geholfen, der hat dich gesund gemacht. Nicht ich habe dich gesund gemacht, sondern dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und das ist bei diesen Dingen ganz genau. Wenn wir erkennen würden, wie sehr wir über die geerbten Programme und über die dann übernommenen Programme imstande sind und tatsächlich die Welt manipulieren und konstruieren. Wenn wir das erkennen würden, wären wir etwas bescheidener. Mhm. Und können, wie gesagt, auch nicht ausschließen, dass, ich sage jetzt mal, fremde Mächte, außerirdische Mächte, ihre Hand im Spiel haben. Das schließe ich gar nicht aus. Ne? Weil man hat den Eindruck, sie sind dann in manchen, auch selbst bei Tonbandstimmen, in manchen Fällen, scheinen sie also wirklich, ich habe das Wort geistesgegenwärtig dafür benutzt. Mhm. Sie scheinen geistesgegenwärtig zu sein. Das heißt, sie stellen eine Frage, wir stellen eine Frage und dann zack, kommt die Antwort. Mhm. Nach dem Motto, ich bin schon da. Das sagen sie dann nicht so, aber ja. Ich habe gerade eine hübsche Geschichte, weil Sie König erwähnt haben. Die liegt da auf dem Tisch. Wenn Sie die Bildchen mal holen, die können wir vielleicht in dieser Weise mal als Beispiel nehmen. Können Sie mir sagen, wo? Ja, neben der Maschine da. Da liegt so eine Fototasche liegt da. Eine Fototasche? Ja. Müsste da liegen. War vorhin noch da. Ist das die? Ja, genau. Hat sich nicht dematerialisiert. Noch nicht, nein. Nein. Alles da. So, wunderbar. Also, ich muss Ihnen die Story erzählen, sonst sehen Sie keinen Zusammenhang. Die Story geht so. Der Hans-Otto König hat, die Daten sind alle bekannt, der Ort ist bekannt, die Zeit, das Datum ist bekannt, alles bekannt. Der Hans-Otto König macht also eine Aufnahme und es meldet sich im Bild und im Text, die Sprache, ein Verstorbener namens Groß, G-R-O-S-S. Und
dieser Gruß, keiner weiß, wer das ist, er gibt keinen Namen an, sondern er macht nur eine Durchsage. Dieser Gruß, das ist ein ganz gutes Bild, das kann man erkennen, also nicht verzerrt und kein Wischiwaschi, alles in Ordnung. Und der König nimmt diese Sache auf, Band auf natürlich, ja, und das ist die Aufzeichnung einer bestimmten Stelle in diesem Text, den der Herr Groß von drüben spricht. Okay. Dieser Film kommt in die, also der vom Homes, vom König, kommt in die Hände von einem, der dabei war, der heißt Kleinicke und der ist Techniker. Und der Kleinicke hat sich dafür interessiert und hat gesagt, ich will das aber nun wissen. Aus dem Text geht irgendwie hervor, dass der Herr Groß nicht mit seinem Leben bzw. mit dem Abschluss seines Lebens zufrieden ist drüben. Es belastet ihn irgendetwas. Und er möchte sich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, er möchte sich kundtun, dass er da unzufrieden ist über etwas. Und es stellt sich dann Folgendes heraus. Dieses Ehepaar Kleinicke sitzen eines Abends zu ungewohnt später Stunde am Fernseher. Die Frau schaltet den Fernseher ein oder hat ihn eingeschaltet und sie geraten in einen Film, der gerade vom ZDF oder von irgendeinem der Hauptsender ausgeschaltet wird. Und dieser Film behandelt das Leben von dem Groß. Und es zeigt sich sofort, das ist am Bild zu erkennen, das ist derselbe Mann, der sich bei König bildlich gezeigt hat. Und der Text, den der gesprochen hat, ist auch in diesem Film drin. Nur ist der Witz der, dass der Film noch gar nicht gesendet worden war, als der König ihn aufgenommen hat. Okay? In dem Film wird behauptet, der Groß, der war Städtebaumeister, hätte zur Nazi-Zeit unterschrieben, beziehungsweise wäre dafür gewesen, ein nationalsozialistisches neues Warschau zu kreieren, aufzubauen, Pläne zu zeichnen und so weiter. Augenscheinlich war er in irgendeiner Form damit beteiligt, aber in dem Film wird die Sache so dargestellt, als dass er für diese ganze Geschichte verantwortlich war. Angeblich soll er die Pläne unterzeichnet haben. Ich habe die Unterschrift nicht gesehen, weil dieser Film ist von Polen gemacht worden. Von Polen und von Deutschen. Also der war nicht ganz astrein. Ne? Ich habe da mal bei Wiki nachgeguckt. Wiki ist sehr vorsichtig. Die sagen nicht, dass das manipuliert ist. Also dass er da manipuliert worden sei. Sie halten sich da zurück. Vornehm zurück. So, also es sieht so aus, als wenn das alles zusammenpasst. Und er da drüben im Jenseits hat sich darüber geärgert und will sich mehr oder weniger rehabilitieren. Ich bin nicht derjenige gewesen, der damals dafür gesprochen hat, weil seine Meinung war die, man kann eine Stadt nicht einfach abreißen und an derselben Stelle neu bauen. Er hätte, wenn es nach ihm gegangen wäre, vorgeschlagen, ein neues Warschau zu bauen, außerhalb auf der grünen Wiese. Okay, sei dem wie ihm wolle. Also, der Kleinicke hat sich den Film besorgt, war nicht billig, ne? Weil die verschenken gar nichts da beim Fernsehen. Und dann hat er angefangen und hat diesen Film analysiert und verglichen mit der Aufnahme vom König. Und während er das machte, ist seine Frau, die war medial, die ist wieder in Trance gegangen und hat die von drüben dran gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Groß selber war oder ob es jemand anders war. Jedenfalls ist ihr gesagt worden, ihr Mann sollte nachschauen, sie hätten in die Aufnahme vom König eine Veränderung eingebaut von drüben, die dokumentiert, dass es sich nicht um eine Kopie des Films handeln kann. So, nun gucken Sie sich das an. Das ist die Aufnahme hier vom König, die ist vom König und das ist das Original. Das heißt, die Pause hier zwischen den Silben oder Worten ist größer. Außerdem ist ein zusätzlicher Impuls drin und außerdem sieht man hier, dass in dem ganzen Diagramm viel mehr Rauschen drin ist als in dem normalen Film.
Das ist klar. Ja. Das ist bei diesen Aufnahmen häufig so, die aus dem Rauschen rauskommen. Ja? So, jetzt können Sie sagen, was ist denn nun ein Beweis? Jetzt können Sie mir glauben, Sie können dem Kleinige glauben, Sie können dem König glauben, Sie können dem Groß glauben, Sie können glauben, wem Sie wollen. Mir ist das völlig wurscht. Mir ist das völlig wurscht. Ich will Sie nicht überzeugen. Sondern das ist mal ein Beispiel, wo man eigentlich handgreiflich wirklich sehen kann, aha, das ist irgendwie manipuliert worden. Natürlich hätte König so etwas manipulieren können, aber er hat den Film ja nicht gekannt. Der war ja noch gar nicht gesendet worden. Wie soll der König denn einen Film verändern, den es gar nicht gibt? Also jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit gibt. Ich verstehe es nicht. Aber solche Dinge passieren doch. Und nun kann man doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Nee. Ich sage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich ein Hinweis auf die, ich sage jetzt mal Daten oder die Information, wenn Sie so wollen, von drüben ist, die aus einem anderen Bereich kommt, der uns normalerweise nicht zugänglich ist. Da ist sie als Dokumentation. Ja, ich sehe, aber ich glaube, keiner würde es anrechnen, oder? Ist nicht so? Heißt dann nicht wieder, es ist dann eine Art Psychokinese, ja? Oder Präkognition, oder nennen Sie es, wie Sie es wollen? Das ist genauso. Ich glaube, ich habe noch ein Bild von dem Groß da mit drin. Warte mal, lass mal eben schauen. Das sind mehrere. Hat er natürlich mehrere hier. Da hat der Kleine das Normalbild aus dem Film zusammengesetzt, nebeneinander gesetzt mit dem Transbild. Wir sagen dann Transbild, das ist ein einfacher Begriff. Welches ist das Transbild? Das Schlechtere. Also ich könnte es nicht unterscheiden. Nee. Ich hätte gesagt, das ist ja, auf jeden Fall das Verwaschenere hier. Ja. Aber das ist doch sensationell. Es gibt mehrere von diesen Nebeneinanderstellungen. Aber er bewegt sich ja in dem Film, ne? Ja. Und dann gab es noch eine hübsche Geschichte in dem Text, den er durchgegeben hat, zuerst beim König. Da hieß es, Schattenfangen ist unser ganzes Leben. Das hat kein Mensch verstanden. Was soll denn das heißen, Schattenfangen? Naja, kann man sagen, dass wir vielleicht im Anschluss an Plato ja hier nur die Schatten fangen. Sie kennen das Buch von Plato? Nein. Oh je. Muss ich ja erzählen. Also Plato war ein griechischer Philosoph. Ja, ne? So weit reicht es noch. Entschuldigung. Seien Sie mir nicht böse. So weit reicht es noch. Die kommt nicht wieder. Plato hat ein sogenanntes Höhlengleichnis erfunden, das ist in der griechischen Literatur überliefert. Und da sagt er, stellt euch vor, es sind ein paar Leute in einer Höhle gefangen, mit dem Rücken zur Öffnung der Höhle. Rücken zur Öffnung. Und vor ihnen ist eine Höhlenwand. Und diese Höhlenwand, da bilden sich irgendwelche Schattengestalten. Und es zeigt sich, das wissen die aber nicht. Die halten das für die Wirklichkeit. Ja? In Wirklichkeit sind die Urheber dieser Schatten, ja? Die stehen hinter ihnen und werden beleuchtet und dadurch entsteht der Schatten auf der Wand. Und die halten das aber für die Wirklichkeit, so wie wir du sitzt hier. Ne? Ja. So. Okay. Jetzt muss ich dir zeigen, das habe ich als Video gesehen. Aber wie kommt das Wort Schattenfangen zu Groß? Schattenfangen stammte aus Rheinland-Pfalz. Und der Vater hat eine Schreinerei, Tischlerei. Ja? Wollen Sie mich aufladen? Nein, bin ich noch nicht geladen genug? An einem Pfahl, da sind alle Ketten, die dürfen nicht raus. Und das muss ich dir zeigen, das haben wir erst vor 3 oder 4 Wochen Das Interessante ist, ich denke eben gerade, wie Sie da rein sprechen, ich denke eben gerade, das Interessante ist, unser sogenanntes Puppenspiel
ist natürlich genau das. Ne? Ja. Der Spieler hat diese Figur in der Hand, die ist wirklich gewissermaßen. Und vorne ist der Vorhang und das wird von hinten projiziert. Und die Kinder glauben, das Krokodil frisst den armen Kasper. Ne, frisst es ja gar nicht. Ne? Da ist kein Krokodil. Das ist kein richtiger Kasper da. Wer weiß, was das da ist, ne? So, naja, so, Schattenfangen. Und also der kleine Hubert, war, Hubert hieß er mit Vornamen, Hubert Groß, der war 4 Jahre alt. Und dann saß er in der Werkstatt vom Vater. Und dann hat er gesehen, wie eine Säge, die bewegt wurde, hin und her, abgebildet wurde, vom Fenster her oder von irgendeiner Beleuchtung, weiß ich nicht, auf der Wand. Die Säge auf der Wand ging hin und her und er hat versucht, diesen Schatten zu fangen. Das ist im Film dann drin. Das ist erst aus dem Film, ist die Deutung erst dieses Wortes rausgekommen, dass er bei König in dem Text mit durchgegeben hat. Ja, wie wollen Sie denn das erklären? Nur erklär das doch mal. Oder hebt die Hände und sagt, ich kann es nicht erklären. Auch in Ordnung. Ich kann es nicht erklären. Okay, einverstanden. Ich auch nicht. Aber viele Sachen will ich gar nicht erklären. Es ist nur interessant, wie sich das zusammenfügt. Oder interessant wäre natürlich jetzt wirklich rauszufinden, sind es Verstorbene, sind es Energien, ich traue mich ja schon gar nicht mehr sagen, Energien. Sind es Wesenheiten, höhere Wesenheiten von anderen Planeten? Nein, warum denn Planeten, warum dann schon wieder Materie? Das sind keine materiellen Strukturen. Wenn es überhaupt Strukturen sind in unserem Sinne, dann sind es Strukturen, die von manchen Leuten, von den Esoterikern als Astrale bezeichnet werden oder als feinstofflich oder sonst irgendetwas. Das sind so Begriffe, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Ja, aber jedenfalls sind sie imstande, nach dem Tode, nach ihren Äußerungen von drüben, nach den medialen Äußerungen, auch meine Frau und so weiter, sie sind imstande, sich selber zu erschaffen als Figur. Und auch so, dass sie von anderen da drüben wahrgenommen werden als Figur. Und sie wählen ein Alter, wo sie sagen, ich habe mich am wohlsten gefühlt im irdischen Leben, vielleicht im Alter von 30 Jahren. Und sie können sich alle möglichen Accessoires können sie sich produzieren. Das heißt, die Gestaltung des eigenen Ich, der eigenen Erscheinungsform und die Gestaltung der Umwelt ist dort drüben in den Bereichen erheblich leichter als bei uns hier. Wenn ich mir hier ein anderes Kleid machen will, anziehen will, dann muss ich mir entweder den Stoff beschaffen und muss es schneidern und dann anziehen, oder ich muss in den Laden gehen, dass andere Leute es produziert haben und muss es kaufen. Das ist da nicht so. Da gehen diese Wünsche, diese Vorstellungen, wenn sie intensiv genug sind, automatisch in Erfüllung. Also wenn sich jemand ein Haus vorstellt, ne, dann ist das Haus zack da. Das ist aber Wunschdenken. Und in dem Moment, wo er dieses Haus vergisst, ist es auch weg. Es hat also keine permanente Existenz in unserem Sinne. Es ist eben dort eine gespenstische Welt, man könnte sagen eine Wunschwelt, eine gespenstische Welt, nicht so wie hier. Deswegen in gewisser Weise haben wir es hier leichter. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass nach allem, was man drüben hört, es zwar psychische Belastungen gibt, also Erinnerungen an das irdische Leben, auch so wie er hier, der Groß, der sagt, nee, ich habe das damals nicht so gemacht, man hat mir das angehängt, das ist nicht in Ordnung. Oder aber, sie schaffen sich dort ihre eigene Umwelt, zack, zack, nicht mit dem Aufwand, den wir hier brauchen. Ne? Wenn ich hier ein Haus haben will, dann muss irgendjemand die Steine produziert haben oder ich muss sie aus dem Gelände sammeln und muss sie aufeinander türmen und so weiter und alles. Ja. Also das so ungefähr eine, stelle ich mir das vor, mit allen Vorbehalten. Die Gefahr besteht, wenn man zu viel Vorstellung mit rübernimmt, verwirklichen sie sich drüben, dann weiß man wieder nicht, was ist denn möglich und was nicht. Spielt keine Rolle. Im Grunde genommen ist alles Manipulation, sagen wir. Wer auch immer es manipuliert, das System. Witzigerweise, sehen Sie mal, meine Frau war wirklich, man kann sagen, gutgläubig, katholisch erzogen und so weiter, alles in Ordnung.
kommt nach drüben, 30 Kontakte, die mindestens eine halbe Stunde oder länger dauerten, über Medium, bekannte Freundin, ja, von ihr, 30 solche Kontakte, 300 Seiten, transkribierte Durchgaben, gesprochen von dem Medium, also nicht technisch. Und eine der Aussagen, unmotiviert, ohne unsere Frage ist, ja, Gott habe ich nicht getroffen. Ja. Das ist eine menschliche Vorstellung. Aber wenn Sie das den Katholiken sagen, die gehen auf die Palme, ne? Ja. Das ist natürlich eine menschliche Vorstellung. Ich habe vorhin, gab es hier eine Sendung, weil ich ein bisschen auf Warten saß, über Indien. Da gibt es den Fluss Ganges, nicht? Und da ist ja der heilige Fluss und da muss man also untergetaucht werden, damit die Sünden erlassen werden. Genau. Und die Asche muss da reingestreut werden und die Toten, nachdem sie verbrannt worden sind. Und so weiter, alles dieses ganze Gedöns da. Was ist denn das? Affentheater. Ja, aber woher sind die denn auf die Idee gekommen? Das ist wieder die Frage, ne? Haben die sich das selber ausgedacht oder haben die das auch von drüben konzipiert? Ich weiß nicht, ich glaube, dass diese ganzen Religionsgestaltungen alle von einem Menschen stammen. Ja, das glaube ich. Ja, manchmal hat er, ich meine, die arbeiten natürlich mit Symbolen. Und einer von unseren guten Freunden, der heißt Carsten Dresbach, der ist so ein bisschen Mitglied, kann man eigentlich nicht sagen, aber Teilnehmer an, ja, jetzt sage ich mal, spiritistischen Sitzungen von einem Mann, der heißt, der hat eine Gruppe, die nennt sich Felix Circle, finden Sie auch im Internet. Und die kämpfen darum, diese Materialisationen zu bewirklichen. Und er hat mir jetzt, vorgestern hat er mir geschrieben, er hat bei einer solchen Sitzung eine Figurine bekommen. Ich weiß nicht, wie groß sie genau ist, aber ich stelle sie mir mal so 10 cm vor oder sowas. Und diese Figurine zeigt die griechische Göttin Lakshmi. Diese griechische Göttin ist eigentlich eine Glücksgöttin in Indien. So wird sie bezeichnet, so wird sie empfunden. Und das ist wirklich ein tolles Gebilde, also wunderschön. Plastik, was es für Material ist, hat er mir nicht geschrieben, das weiß er vielleicht selbst noch nicht. Ich muss ihn dann noch fragen danach, ob er das weiß, ob sie da eine Vorstellung haben. Okay. Er hat also dieses Bild, ja, Lakshmi, ist mir bekannt natürlich, weil ich mich viel mit Indien beschäftigt habe, mit der Philosophie und mit der Religion und so weiter, früher schon als Junge. Ja, das Ding ist augenscheinlich aus dem Körper des Mediums hervorgekommen, ne? Aber die hat er sicher nicht vorher verschluckt. Da gab es den Sai Baba, mal gehört. Ich darf schon gar nichts mehr sagen, Soliziosum. Sai Baba war ein indischer, ja, wie wollen Sie ihn jetzt nennen? Atavar, Guru, Meister, wie auch immer. Und der hat Dinge materialisiert am laufenden Meter. Und der muss sogar Gold materialisiert haben, denn er hat eine Menge von sozialen Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser in Indien geschaffen. Und keiner hat gewusst, wo er das Geld her hat. So, und er ist in Indien ein hoch angesehener Mann mit Denkmalen und so weiter, ist inzwischen gestorben. Und diese Materialisationen, die sind bei ihm aus dem Mund gekommen. Und er hat also diese Sache da gehabt mit der Asche, heilige Asche. Die hat er hat also leeres Gefäß genommen, leeres Gefäß, so ein Tongefäß, und da hat er mit der Hand drin gerührt, ne? Und dann war das Gefäß voller Asche. Vibhuti. Hat heilende Wirkung angeblich, wenn man daran glaubt, natürlich, ne? Ja. So. Also, wie das zugegangen ist, ich habe dann mal einen Bericht gelesen von einem Physiker, der längere Zeit bei ihm direkt gewohnt hat, mit seiner Frau, also die Frau des Physikers. Die Frau dieses Physikers hat seine Wäsche und seine Bekleidung gepflegt. Das heißt also gewaschen, gebügelt und so weiter. Ne? Die hat Stein und Bein geschworen, da waren keine Taschen drin, keine versteckten
Taschen, dass er irgendetwas darin hätte verstecken können und das dann rausgeholt hat, sondern das Zeug ist echt materialisiert worden, aus dem Nichts. So, bitteschön. Es sind sogenannte Formfelder. So hat sie der Rudolf Steiner genannt. Formfelder, ne? Die imstande sind, Materie oder auch Nicht-Materie vom Geistigen her zu erschaffen oder zu formen. Und Gott sei Dank, wie gesagt, wir können das nicht alles, wir dürfen das nicht alles, damit nicht zu viel Unheil passiert. Ne? Stimmt, wenn Sie das so machen können, dann... Ich wollte ja so einen Materialisationsspielplatz einführen, wo dann die Buben die Mädchen alles Mögliche materialisieren können. Aber bitte nur auf dem Platz. Nicht weiter, nicht weiter rundherum. Ja, was haben wir denn sonst noch auf dem Herzen? Ich weiß nicht, können Sie uns einmal zeigen, wie Sie so Ihre Einspielungen machen? Ach Gott. Das ist ja mit Sicherheit ganz anders, wie wir sie machen. Nö. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit zwei, drei Mal, das erste Mal, haben wir den Namen von dem Vater meiner Freundin gehabt. Aber nur den Namen, nicht mehr. Und dann Anklänge an Musik und der war ein Musiklehrer. Da gab es also einen Zusammenhang, einen erkennbaren Zusammenhang. Und ansonsten, ja, ich meine, wenn wir das unbedingt wollen, kann man das machen, aber... Wenn Sie uns habe ich nicht angesichts der Temperatur. Vielleicht können Sie uns nur das kurz zeigen, ohne dass man es jetzt lang ausprobiert. Sondern einfach nur kurz, also gar nicht jetzt als wirkliche Befragung, sondern nur Demonstration. Ja, das kann man natürlich machen, aber wenn dann Sie muss dann ich mal umziehen hier. Da muss ich hier umziehen. Also jetzt können wir die erstmal wieder wegpacken. Den Hubert groß. Ja. Dürfen wir dann noch ganz kurz das Foto abfilmen? Vielleicht ist das okay? Ja, kann wieder machen werden. Weil der König ist normalerweise so ein bisschen öffentlichkeitsfremd, ne? Aber die Dinge sind ja, die Dinge sind ja bekannt und das ist ja auch nicht mehr seine Arbeit, sondern das ist schon die Arbeit. Der Kleinige ist nicht mehr greifbar. Der ist weggezogen nach Ungarn. Der hat sich in Ungarn ein billiges Haus gekauft, weil er gesagt hat, mir ist der Boden hier in Deutschland, ist mir nicht, ne? Nach der Mütze. Und da gibt es so eine Ecke, wo die Leute immer noch Deutsch sprechen. Also Deutsch-Ungarn nach Rumänien rüber so. Und er hat sich, wie gesagt, dieses Häuschen da irgendwie geschaffen. Ich habe seitdem den Kontakt mit ihm verloren. Muss ja auch nicht sein. Ja, da war diese Geschichte, wie meine Frau gestorben ist, das ist genau so. Ne? Da hat es mich ja persönlich erwischt. Und das ist gerade so wieder so eine Demonstration, mehr nicht. Also, meine Frau stirbt im Krankenhaus. Wir sitzen am Sterbebett mit den Kindern, die da waren und mit ein paar Bekannten. Naja, nach so zwei Stündchen haben wir uns dann aufgelöst. Die Leute sind wieder nach Hause. Die Kinder haben mich nach Hause gebracht. Die Kinder sind dann ihrer Wege gegangen, weil sie ihre Verpflichtungen hatten. Und ich sitze allein zu Hause. Und dann wollte ich diesem Ehepaar, Kleinige, den Namen, den ich eben genannt habe, die wollte ich informieren, dass meine Frau verstorben ist. Ich wähle also die Nummer. Leitung tot. Absolut tot. Nix. Kein Geräusch, kein Rufzeichen, gar nichts. Kein Rauschen, nichts. Die Maschine, die ich da habe, hat keine Aufnahmemöglichkeit, also keinen Rekorder eingebaut irgendwie, aber Wahlwiederholung. Also habe ich Wahlwiederholung gedrückt. Leitung ist tot. Jetzt weiß ich nicht mehr, war es das dritte Mal oder erst beim vierten Mal. Mach die Wahlwiederholung, kommt eine Männerstimme und sagt, so langsam etwas getragen im Ton, silbenweise, geh zu Bett, ich liebe dich, mein Schatz. Und dann mache ich Wahlwiederholung und die Kleinige melden sich. Jetzt erklären Sie es mal. Genau, das gibt es nicht zum Erklären. Das ist total irre. Total irre. Ich meine, ich sage ja absichtlich, ich kann ja nur wiedergeben, was ich erlebt habe. Ja, sicher. Es war nicht die Stimme meiner Frau, es war eine Männerstimme.
Aber es ist ja sinnvoll, dieser Hinweis. Ja, stimmt. Ich bin dann natürlich auch, ich habe dann erst noch gewartet, weil eine Tochter fehlte noch, die war weiter weg, ja, bis die dann gekommen ist. Und dann sind wir zu Bett gegangen. Ne? Doch schön. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Und so gibt es, die gibt es, solche Sachen gibt es nicht zu Hunderten, die gibt es zu Tausenden. Und es ist immer eine Art von Verkopplung. Ich meine, ich fühle mich selber nicht sehr medial. Ich bin nicht so. Eine Sache ist mir mal passiert mit dem Biegen. Nachdem wir da in der Schweiz waren, wo ich eben sagte, wo wir da beobachtet haben, dass der das da hochzieht, dann die Löffelbiegung, dann sitze ich beim Kaffeetisch mit Leuten zusammen und ich weiß nicht mehr, habe ich Kaffee oder Tee in der Tasse gehabt und erzähle diese Story ebenso, wie ich sie Ihnen jetzt erzählt habe und habe bei mir aber in meiner Tasse einen Löffel oder irgendwas drin. Es muss ein Löffel gewesen sein, Löffelchen oder Gabel, könnte auch sein, eine Kuchengabel oder was. Ich habe nicht, weil ich demonstrieren wollte, ja, hat sich gebogen, das war eine andere Geschichte, die hat er auch berichtet. Habe ich nicht erlebt, nur berichtet. Und ich berichte das und ich hole das Ding raus, ist verbogen. Es passiert nicht, wenn Sie mit Gewalt darauf achten und das machen wollen. Es passiert in dem Moment, wo Sie das einfach locker lassen. Ja? Ja. Dann wird also der normale Zeitfluss wird irgendwie unterbrochen. Gerade so, wie das da auf diesem Band ist. Da ist was Neues, da ist anderer Zeitverlauf. Und in dieser Unterbrechung passieren dann diese wunderlichen Sachen. Weil man am wenigsten damit rechnet oder dran denkt. Das ist ja auch bei genau uns so. Genau. Da passieren naja, wir haben hier Dinge. Mit meiner Freundin, wir haben also manchmal Sachen im Computer, wo man auch nicht weiß, was ist es nun? Es kommt wieder die berühmte Frage. Spinnt der Computer nur einfach so, weil Programme miteinander irgendwie in Wechselwirkung sind, man weiß es nicht. Also, wir haben eine Zeit lang den Spruch gehabt, alles gut. So beim Telefonieren einfach, ne? Alles gut. Eines Tages kriegt sie einen Computerausdruck. Der ganze Ausdruck, nur Salat, Buchstaben und Kästchen und alles Mögliche. Und in dem Salat, in solchen Abständen, alles insgesamt gut. 5 oder 6 Mal, weiß ich nicht mehr, alles ist gut. Wie macht der Computer das? Oder wer macht es? Wer macht es? Ja, da muss man die Hände heben und sagen, gut, lass uns doch mal offen. Es muss ja nicht alles verstanden werden. Wissen Sie, diese Sache mit Verstehen, die ist ganz schlimm. Weil Verstehen kommt von Stehen. Und wir versuchen mit unserem Verstand Verstehen zu praktizieren, indem wir den Fluss, den sogenannten Zeitfluss, aufhalten. Wir halten ihn auf. Wir verstehen. In Wirklichkeit schaffen wir alles neu. Also wenn ich hier aus dem Zimmer gehe, dann habe ich natürlich eine Erinnerung an die Möbel hier und an die Anordnung und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich reinkomme und das sehe, schaffe ich es neu. Ich habe so einen Streit gehabt mit einer anderen guten Bekannten in der Schweiz. Die saß mit dem Rücken zu einem Bücherbord von ihrem Mann, die Bücher. Der Mann ist verstorben. Und ich sitze ihr gegenüber und sie sitzt mit dem Rücken dagegen. Und ich sage zu ihr, du Susi, die Bücher existieren gar nicht. Wieso, sagt sie. Ich brauche mich doch bloß rumzudrehen. Ich weiß doch, die sind da. Ich brauche mich bloß rumzudrehen. Dann sehe ich sie doch, dass sie da sind. Die sind die ganze Zeit da. Die sind nicht die ganze Zeit da. Wir reproduzieren sie in dem Moment, wo wir hingucken. Denken Sie an die Konstruktivisten. Wir reproduzieren sie. Die sind gar nicht da. So kann man die Dinge sehen. Ich sage nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist. Wenn wir uns hier wohlfühlen wollen, dann dürfen die Bücher nicht einfach verschwinden. Sondern wir verlassen uns einfach drauf, wenn wir ins Zimmer kommen, sie sind wieder da. Wenn aber nicht, dann ist Polen offen, dann sprechen wir von Spuk. Und was ist Spuk für Sie?
Bitte? Was ist Spuk? Was ist Spuk? Ja, Spuk ist eine Unterbrechung des normalen Zeitflusses oder des normalen Bewusstseinszustandes. Beeinflusst oder nicht beeinflusst? Glaubst du, dass es beeinflusst ist? Oder ist alles der Mensch? Fragen Sie mal die Parapsychologen. Na, die will ich eben nicht fragen. Nein, doch, ich muss ja darauf eingehen, weil man durchaus zwei Spukfälle unterscheiden kann. Es gibt Spukfälle, und das sollte wohl der Hauptteil sein, die sind gebunden an eine bestimmte, die Parapsychologen sagen, Fokusperson. Das heißt, wenn Sie die Person wegnehmen, ist der Spuk auch weg. Und es gibt andere Spukfälle, die treten mehr oder weniger unabhängig von einer bestimmten Person auf. Die können bei anderen Personen auftreten oder sie treten eben einfach unmotiviert auf. Keiner weiß warum. Und die deuten eher auf den Eingriff von Verstorbenen. Das heißt, man hat diese zwei Wahlmöglichkeiten. Aber es gibt doch keine Verstorbenen eigentlich in Wieso der gibt Wissenschaft. Es nicht? In der Wissenschaft gibt es das nicht. Wie? In der Wissenschaft gibt es das nicht. In der Wissenschaft, ja, ich bin ja kein Wissenschaftler. Das, ja, er hat gesagt, das fragen Sie den Wissenschaftler. Der Wissenschaftler sagt, Spuk existiert nicht. Denken Sie daran, die Wissenschaftler sind Idioten, sie wissen nichts. Ja, wobei, man darf das nicht ganz krumm nehmen. Das Wort ist, ich habe kein Griechisch gehabt, aber einiges habe ich gelernt an Vokabeln. Das Wort Idiot im Griechischen, also der Wortstamm, bedeutet eigentlich Laie. Laie. Also nicht Idiot in unserem psychiatrischen Sinne, sondern es ist ein Laie. Es ist ein Mensch, der also von einer bestimmten Sache nichts weiß oder sehr wenig weiß. Und wir bezeichnen ihn hier nicht als Idioten, sondern wir haben das Wort, das deutsche Wort Laie. Ja? Aber tatsächlich, wenn man es dann Griechisch nimmt, das kommt häufig vor, dass die alten Begriffe aufgreifen, ja? Dann bedeutet das Laie und dann muss man den Wissenschaftlern ja auch nicht böse wollen. Ne? Die sind einfach falsch programmiert. Falsch programmiert, ja. Okay. Nicht, das ist ein Kassettenrekord. Den brauchen wir auch, den ist ein Rekord. Ne? Den brauchen wir auch. Sowas kennen Sie auch, ja? Ja, den kenne ich noch. Noch? Noch. Ja, der ist vorläufig unzerstörbar. Aber es ist auch der letzte. Es Wie sieht es mit dem mehr. Aus? Ja, das ist das. Nee, es gibt der noch nicht. Eins. Noch eins. Noch ein braunes. Ein braunes? Ja. Ich nehme eigentlich lieber den, aber meine Freundin hat den mitgebracht und seitdem haben wir den immer gebracht. Also ein braunes, ich habe nur mehr den da. Ja, den da. Okay, der ist schwarz. Ja. Genau. So. Und nun müssen wir Folgendes schaffen. Wir müssen den mit Strom versorgen. Okay, dann machen wir keinen Platz. Ja, da sind noch genügend. So? So. Ja. Und dann müssen wir hierfür ein Kabel finden. Und den müssen wir auch mit Strom versorgen. Und nun ist die Frage die, ob Sie in Ihrer Sammlung so eine Kassette haben oder ob wir keine haben. Ich weiß nicht, ob hier eine drin ist. Ne, hier ist jetzt keine drin. Da ist keine drin. Wo kriegen wir jetzt eine Kassette her? Ist ein bisschen schwierig. Es gibt mehrere Plätze, wo Kassetten sind. Leiten Sie mich mal an und ich werde mal... Ja. Lassen Sie mich mal einen Moment überlegen, was am wahrscheinlichsten vernünftig ist. Also eine Möglichkeit ist, wenn Sie hier neben der Urne den Schrank betrachten, so das zweite Fach, die zweite Tür von oben, von rechts hier, nein, da unten die Tür. Die Tür und die Schubladen dann, die Schubladen. Das weiße. Ja, hört die so, eine von denen. Da ist nichts drinnen. Ist eine leer, ja? Ja. So, dann machen Sie mal die obere auf. Was ist mit der oberen? Mit der oberen, das sind Brillen drinnen. Ja, gucken Sie mal eine. Ob Sie eine finden, wo nichts draufsteht. Nein, das sind nur Brillen. Da ist nichts drinnen, Herr Sinkowski. Das sind nur die Brillen, das sind Brillen. Gläser. Und unten da können Sie auch gucken. Nee, da ist auch nichts. Oh Gott, da ist auch nichts. Ja, das ist ein bisschen durcheinander von mir aus der alten Ordnung, weil meine Gesa etliches mitgenommen hat zum Fotos? Digitalisieren. Nee, jetzt können wir was anderes machen. Okay. Gehen Sie mal neben meinen Computer unten, ist ein Schränkchen. Links unten, ja. Okay. Da ist eine Tür davor. Da sind Kassetten. Da liegen Kassetten drin.
Und da bringen Sie mir mal einfach ein paar her. Ich muss da ist eine Lehre, kann das sein? Ja, schauen Sie mal, ob Sie eine Lehre finden. Ich glaube, das ist eine Lehre. Ja, ungeöffnet. Das wäre natürlich beinahe ideal. Bitte schön, Herr Professor. Na nun. Geht nicht? Ja. Oh ja. So, jetzt ist die Frage die, warum der nicht will? Na, also versuchen wir mal. Das ist schon ein bisschen komisch. Ist das Kabel da drin? Oder ist das nicht drin? Das ist nicht richtig drin. Vielleicht ist es nicht ordentlich drin? Weil normalerweise müsste er, wenn ich hier... Lassen wir mal. Nee, lassen wir mal. Ja, das muss da rein, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Moment mal, lass mal gucken. Ja, jetzt, ist da. So. So, dann mach den mal auf. Alles ganz ordentlich. So, und nun gucken wir mal, ob hier irgendwas drauf ist. Das ist hier natürlich. Wir haben das zugeschweißt. Mach du das auf. Sie hören, dass Sie nichts hören. Das haben diese alten Geräte so an sich. So, den können Sie mir ja dann geben. Ja, wir haben es noch nicht offen. Ach so. Die haben das zugeschweißt. Ja. Da steht da open. Mhm. Steht open. Also, wieso ist denn der jetzt? Da müssen wir ja natürlich eine Antenne rausziehen. Vielleicht wird das besser. Ja, und dann noch ein bisschen ziehen. Ja, so. Gut. Das geht nicht open. Warte mal. Jetzt verstehe ich, warum sie mir das in die Hand gedrückt haben. Ja. Ich kriege es auch nicht auf. Ja. Man sieht die Praktik. Ja, mit sowas schlage ich mich normalerweise nicht herum. So, jetzt kennt ihr was werden. Ja, da gibt es so Bleistifte, mit denen kann man das machen. Ja, da hernehmen, nicht auf die Schnelle. So, bitteschön. Jetzt da. Ja, So. Dann müssen wir mal hier ein bisschen drehen. Da haben wir hier noch einen Zettel hin. So. Achso, jetzt noch nicht kaputt. Ja, da muss doch mal was anderes kommen. So. Und jetzt machen wir mal Folgendes, der ist gesperrt. Den machen wir auf Aufnahme. Und dann machen wir den auslösen. So, 21, 22, 23. Test. So, 21, 22, 23. Test. So. Also das funktioniert, ja? Ja. Soweit schon gut. Was mir nicht gefällt, ist, dass das, was hier rauskommt, zu leise ist. Ich glaube, ich brauche jemanden, der die Antenne festhält hier. Ich halte sie fest. Ja? Na sicher. Was? Ja, schon gut. Liebe Freunde, das ist ein Test hier mit Besuchern zusammen. Und das ist der 19.7. Kann sich da jemand für uns melden? Wiederholung des Anrufs. Kann sich jemand für uns melden? Hallo Freunde.
Hier ist Ernst Senkowski mit Besuchern. Wir wären für jede Meldung dankbar. So, wir hören uns das mal an. Zurück. Wieso denn? Mit den ersten kann ich wieder loslassen. Was habe ich denn jetzt hier? Wieso läuft er denn nicht? Bin ich am Ende? Dann muss er vorwärts. 21, Test, Test, Test. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt auf Aufnahme war. Das ist mir schon mal passiert. Da habe ich dann zu den drüben gesagt, ihr würdet euch sicher totlachen, wenn das noch möglich wäre. Und dann kam auf dem Band, wir sind lachend dabei. Sehr schön. Nee, da ist nichts aufgenommen. Also gehen wir mal zurück. Das gibt's doch nicht. Was ist das? So, da. Na komm. Habe ich nicht erwischt. So, 21, 22, 23. Test, Test, Test. So. Also, dann muss es so und so. So, liebe Freunde, ich habe mal wieder hier, mit Verlaub zu sagen, Mist gebaut. Ja, also, Ernst Senkowski auf Empfang für die Freunde drüben mit der Bitte um Meldung für meine Besucher und mich. Könnt ihr euch melden? Geht das? Bitte kommen. All in today's Chinese studio. Wiederholung. Könnt ihr euch melden? Kann sich jemand melden? Es sollte schon jemand sein, der im Guten kommt. Dann sind wir empfangsbereit. Bitte kommen. So, ich mache das normalerweise dreimal und relativ kurz, also keine langen Aufnahmen, das bringt nichts. Es kommt eventuell am Ende nochmal was, aber wenig. So, habe ich denn jetzt hier alles aufgenommen? Ich hoffe ja, ja natürlich. Also, dritter Anruf. Wir sind auf Empfang für euch. Das hätte man beinahe verstehen können. Die weibliche Stimme da. Seid ihr da drauf, liebe Freunde? Seid ihr da drauf? Ja, das gefällt mir ganz gut. Also, wenn ihr euch bemüht habt, vielen Dank und wir hören uns das an. Ich hoffe, dass ich das dieses Mal alles auf dem Band habe. So, jetzt müssen wir den zurückholen. Das ist immer ein Problem hier. Erstmal muss der auf aus. So. Ja. Normalerweise dreimal und... So. 21, 22, 23. Das ist das. So, liebe Freunde, ich habe mal wieder hier mit Verlaub zu sagen Mist gebaut. Mist gebaut. Also entweder das kann sein, aber ich höre kein N am Ende. Es hört sich an, als wenn es ein T wäre oder ein D. Kann sein, weiß ich nicht. Also, Ernst Senkowski auf Empfang für die Freunde drüben mit der Bitte um Meldung für meine Besucher und mich. Könnt ihr euch melden? Geht das? Bitte kommen. All in today's Chinese
bitte kommen. So, ich kann das deuten, aber es muss nicht. Wollen den Student zeigen und dann das Wort, die beiden Worte viel lieber. Versuchen wir mal, ob sie mitkommen. Besucher und mich. Könnt ihr euch melden? Geht das? Bitte kommen. Only today, Chinese Studio. Das Wort Student ist ganz deutlich, ja? Können Sie es hören oder nicht? Geht es Ihnen zu schnell? Ja, es geht mir zu schnell. Naja, keine Übung, ne? Nee, also mit Fremdsprachenrekorder nicht. Fremdsprache ist doch keine Fremdsprache. Kennen Sie Geschichte mit der Fremdsprache? Also, die Maus sitzt im Mausenloch und die Katze will sie fressen. Also stellt sich die Katze vor das Mausenloch und sagt, wau, wau. Und die Maus denkt, ach, der Hund, der tut mir nichts und kommt raus und die Katze frisst sie. Wischt sich die Katze über die Schnurrhaare und sagt, sehen Sie, Fremdsprachen muss man können. Überschrift, die Tonmannstimmen. Hey, was ist denn das jetzt hier wieder? Das sind so Knöpfe dran. Jetzt geht gar nichts mehr, ne? Wieder hier mit Verlaub zu sagen Mist gebaut. Zu sagen Mist gebaut. Kann sein, ja, kann sein. Ja, Mist gebaut. Kann sein. Ja, also, Ernst Senkowski, das ist das zweite jetzt. Auf Empfang für die Freunde drüben mit der Bitte um Meldung für meine Besucher und mich. Könnt ihr euch melden? Geht das? Bitte kommen. Only today, Chinese. Das, bitte kommen. Only today, Chinese. Only today, Chinese. Also wollen den Student zeigen. Zeigen. Es ist nicht zeigen, sondern zeigen. Aber das Wort Student ist völlig klar. Viel lieber. Wiederholung. Könnt ihr euch melden? Kann sich jemand melden? Es sollte schon jemand sein, der im Guten kommt. Dann sind wir empfangsbereit. Bitte komm. Bitte komm. Bitte komm. Und zurück. Einmal zurück, bitte. Ja, also ich meine, ich mache das normalerweise dreimal und relativ kurz, also keine langen Aufnahmen, das bringt nichts. Es kommt eventuell am Ende nochmal was, aber wenig. So, habe ich denn jetzt hier alles aufgenommen? Ich hoffe ja, ja natürlich. Also, der dritte Anruf. Wir sind auf Empfang für euch.
das hätte man beinahe verstehen können. Ja, ja. Er sagt doch eindeutig ja und dann dahinter, was ist jetzt? Hm? Ja. Hm? Die weibliche Stimme da. Ja, was ist jetzt? Die weibliche Stimme da. Stimme da. Also ich würde sagen, mit Verstehen ist ein bisschen schwierig, aber diese Art von gehackter Sprache, die immer so kurze, ja, ja. Ne, das ist typisch eigentlich. Mhm. Auch wenn man es nicht direkt verstehen kann. Also Verständnis ist unsicher, Interpretation ist unsicher. Aber gut, ich meine, wir können ja nochmal uns bedanken, weil manchmal, warte mal, so, dann muss man das so machen. Oder man muss das so, nein, erstmal wieder so machen. Zwei Beine und hier stoppen. So, machen wir nochmal ein. Der Sender kommt. Ja, gut. Ja, ich sag noch was. Da ist jetzt gar nichts mehr, ne? Bleiben Sie mal dran. Das versteht man auch nicht. So, damit es kein Durcheinander gibt. Jetzt machen wir das so. So, liebe Freunde, wir glauben ja ein bisschen was gehört zu haben, aber ich kann das nicht richtig dekodieren. Und das ist ja auch eigentlich mehr als Demonstration gedacht, wie man sowas macht. Das muss ja nicht hundertprozentig sein. Ich bedanke mich jedenfalls. Ich hoffe auch im Namen meiner Besucher und ja, wünsche euch alles Gute, wenn das notwendig ist. Und vertage mich auf eine spätere Aufnahme. Macht's gut derweil. Hier war Ernst Denkowski am Ende.
Bitte kommen. So, danke und stopp. So. Ja, mach mal aus. Danke. Mach's gut dabei. Hier war Ernst Senkowski am Ende. Bitte komm. Bitte komm. Komm. Bitte komm. Hier am Ende. Bitte komm. Bitte komm. Manchmal verstehe ich, glaube ich, schon zu verstehen ein paar Sachen, aber ob ich das jetzt natürlich interpretiere oder nicht. Das ist nicht, also das ist nichts, was ich verkaufen würde. Entweder wir kennen Gedanken oder wir können bedanken. Das Wort Gedanken ist klar. Ich muss das mal ein bisschen leiser machen, das ist mir hier zu laut. Nochmal. Erde eine spätere, als notwendig ist. Und verteile mich auf Erde eine spätere Aufnahme. Mach's gut dabei. Hier war Ernst Senkowski am Ende. Bitte komm. Hört man sofort wieder, wir können bedanken. Und das ist, also, das ist normal, dass sie also eben einen bestimmten Gedankengang einfach aufgreifen, sie auch, wer auch immer, oder ein bestimmter Gedankengang aufgegriffen wird. Es kommt dann wie ein Echo. Geht nicht anders. So, also, so ungefähr geht das bei mir. Das ist mein Verfahren. Andere Leute machen das anders. Aber ein Hinweis, vielleicht, wenn Sie weiter irgendwas machen wollen: liegen lassen
und in Ruhe am nächsten oder übernächsten Tag nochmal abhören. In dem Moment, wo man das aufgenommen hat, ist man selbst nicht in dem richtigen, in der richtigen, wie soll man sagen, Bewusstseinsstruktur drin, um das neutral zu hören. Also mit Abstand und dann in Ruhe nochmal hören. Okay. Und ansonsten muss man sehen, was man raushören kann. Also ich würde sagen, die Anfänge sind erkennbar. Diese zwei, drei Sätze, die ich glaube, verstehen zu können, mit allen Vorbehalten, die würde ich schon mal als außergewöhnlich bezeichnen. So, reicht Ihnen das so erstmal? Ja. Ja? Ja. Ja. Dankeschön. Gut, ja. Ich werde dann wieder alles wegräumen. Wobei ich, wie gesagt, natürlich, das ist eigentlich nicht die normale Situation ist die, dass man sich auf einen bestimmten Verstorbenen konzentriert oder auf eine Gruppe von bestimmten Verstorbenen konzentriert. Ich könnte mich also auf meine Frau konzentrieren oder auf einen von den ehemaligen Experimentatoren und erwarten, dass die sich dann mit Namen melden und so weiter. Aber das braucht unendlich viel Zeit und Geduld. Also es ist nichts, was man so zack übers Knie brechen kann. Das geht nicht. Okay, wir werden es uns zu Herzen nehmen und wir werden weiter forschen. Mhm. So wie wir es die ganze Zeit über machen. Haben wir mit mehr oder weniger Erfolg. Aber es ist sicher wert, einmal eine neue, eigentlich ist es ein altes Verfahren, aber ja, nun, ich meine, das wird im Grunde genommen, Sie können das eben auch natürlich mit einem digitalen Rekorder aufzeichnen, das geht auch. Ne? Ja, klar. Das ist gar kein Unterschied. Es kommt auch überhaupt nicht auf die Wellenlänge an. Das geht auf Kurzwelle, das geht auf allen Wellenlängen. Sie müssen irgendwie ein bisschen Gefühl haben für ein bestimmtes Gemisch. Es geht auch nur mit Rauschen, aber dann sind die Stimmen im Allgemeinen nach meinen Erfahrungen so leise, dass sie im Rauschen absaufen. Mhm. Das heißt, dann ist der Fantasie vollkommen Tür und Tor geöffnet. Das stimmt, ja. Das hat keinen Zweck. Also es gibt Stimmen, die aus dem Rauschen gekommen sind, beim Jürgenson schon, ja, aber sehr selten. Und mir ist das nie gelungen. Ich habe das dann auch recht aufgegeben. Ich habe das nicht weitergeführt. Ich habe das immer mit Radio-Hintergrund gemacht. Okay. Gut. Und dann hat meine Frau mich beschimpft deswegen, weil ich dauernd die Frequenz verändert habe, in der Hoffnung, ich finde was Besseres. Ne? Ja, bleib doch stehen. Und dann habe ich auch eine Stimme, entsprechende Stimme, die darauf reagiert hat, die sagt, lass doch konstant. Lass doch konstant. Also wir haben nicht die Möglichkeit abzuschätzen, was die eigentlich mit diesem Rohmaterial machen. Im Grunde genommen ist das ja eine Art Rauschen. Und in diesem Rauschen stecken Möglichkeiten drin, das zu manipulieren und was rauszuholen, das dann für uns verständlich wird. Ja, aber wie gut das ist und wie leicht das genügt oder wie schwierig, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Jo, ihr Lieben, so ist das ungefähr mit der Transkommunikation.